Nun schauen wir uns einmal das Diadem mal an. Das ist hier ansonsten. In Luftschifflandeplatz in der Nähe von der Astrologengilde. Hier in Ishgard. Ja. Und hier führt das immer zu der Fotomente. Und dann haben wir hier das Strebewerk. Ja, mit dem Strebewerk. Ja, und wir werden auf jeden Fall das hier mal so anschauen. Hier können wir so gesehen Expeditions Erzheim-Fassmarken kaufen. Kaufen wir erstmal 5 Stück. Und dann können wir hier mit dem Transport ansprechen, mit Auwerl. Und ja, die Luftschiff-Expedition, das Diadem beginnen. Ja, gut. Gucken wir mal. Dann können wir hier einmal Halones Grollprüfung machen oder nur Fikas Prüfung. Wir werden erstmal sonst Halones machen. Soll ja diese schwierigere sein, ne? Wir gucken mal, hier haben wir einen Gegenstandsstufe 220. Dann haben wir hier eine Gegenstandsstufe 179. Gut, gucken wir einfach mal. Wir werden erstmal reingehen da und dann schauen wir uns auf jeden Fall mal das an mit Diadem. Wie ihr seht, ich habe auch diese schöne Ultima-Rüstung. Die ist echt schon nice. Ja. Gucken wir uns einfach mal Diadem an. Ich denke mal in der Gruppensuche, ja gut, da ist jetzt auch noch nicht so viel los. Ja, einfach jetzt einmal hier. Kann man ja auch in eine Gruppe reinjoinen. Jo, danke für den Follower und hallo Tiberion. Alles fit? Wir uns das einfach mal an hier. Momentan alle so mega gehypt auf diesen neuen Inhalt. Ja. War ja letztens schon mal da, aber hatte vergessen zu followen. Ach so, okay. Ja, ist ja kein Ding. Muss ja nicht unbedingt followen. Also nur wenn du wirklich Interesse hast und zuschauen willst. Manchmal tun Leute mich wieder defollowern, weil man einfach nicht so, keine Ahnung, gerecht wurde, keine Ahnung, aber muss man eben mal locker nehmen, ne, dass du auch mal defollowers kassierst. Aber Hauptsache du hast weiter Spaß dran und man macht das halt weiter, ne. Ey, Tobi, kennst du dich? So. Schauen wir uns das mal an hier. Das neue Diadem hier im Patch 3.55b. Haben wir schon mit Buchstaben. Ich kenne das. Hatte selbst mal gestreamt. Ja. Ach was, einfach weitermachen. Scheiß drauf. Genauso wie auf YouTube. Kriegst auch mal die Abo oder so, keine Ahnung. Da ist einmal kein Gefallen oder keine Ahnung. Ist nun mal so, ne? Expeditionsmaulkorb. Im dichten Ätherströmen ziehen sich Kreaturen an. Ah, jetzt haben wir solche Art Fates hier drinne. Okay. Sehen wir jetzt hier. Hier haben wir jetzt überall so Fates. Expedition zum Diadem. Entschuldigung. Ja, aber heute haben wir echt regnerisches Wetter. Bisschen erwischt. So. Kreaturen, Schatztruhen, dann müssen wir sie erledigen. Das kennen wir ja schon von alten Diademen. Und ja, wenn wir
Achso, wir können auch noch abbrechen, indem wir da einfach rausgehen, oder wir bleiben einfach da in der Zeit. Treten wir aus, haben wir auch eine Sperre. Also, wir müssen 30 Minuten lang dann warten, bis wir wieder hier reingehen können. Jetzt müssen wir hier Juwelfliegen anlocken und besiegen. Dann haben wir ja auch eine Bewertung mit Prozent. Von 0 bis 100. Und dann trifft man bestimmt wieder zoo-übergreifend eine Menge Leute auch wieder bestimmt. Ob die jetzt hier durch Ishgard hier reingehen oder durch die Gesellschaftswerkstatt. Ich habe mitbekommen, dass man hier auch eine 280er Waffe rausbekommen kann. Außerdem habe ich auch schon Gear gesehen gehabt mit 265. Kommt ja immer ein bisschen auf die Slots an, also sprich die Stat-Slots, was das natürlich für Werte hat und sowas, aber auch dementsprechend, ja, wie gut das halt ist, ne? Mal schauen. Wenn man jetzt auf die Stelle jetzt nicht irgendwelche 265er Sachen hat, kann man jetzt so gesehen die anderen Klassen ganz gut Equipment machen. Also die dann Item-Level pushen dementsprechend. Oh, hier haben wir diese komischen Fliegenviecher. Müssen wir erledigen. Ah, super. Tank ist down gegangen. Ja, ist nur ein bisschen schluffen, weil, keine Ahnung, ich kann noch kurz noch einkaufen. Lass ich mich wieder lieber zurückporten. Ja, einfach mal schauen, was wir hier so bekommen kriegen. Also, was wir hier bekommen. Hier soll man schon eine Menge Lack haben, wenn man hier so eine 280er Waffe rausbekommt. Aber ist schon krass, da kann man jetzt so übelst seine anderen Klassen jetzt leveln damit und sowas. Und dann halt immer ein bisschen nach den Stats gucken, wenn man da noch gehen würde. Also, sprich, dieses Feintuning, ne? Bin ja auch fast best in Slot Ninja, also sprich, ich bräuchte eigentlich nur noch die Hose und dann Ohrringe, die könnte ich dann nächste Woche dann alles haben. Aber ich bin auch mal gespannt, was man hier so für Sachen so bekommt, so wirklich. Sieht gerade nicht so geil aus, ich weiß. Aber gut, die Gruppen kann man sich halt nicht aussuchen. Ich bin jetzt einfach mal irgendwo random reingegangen. Eigentlich sollte es ja normalerweise nicht so der Fall sein bei einer Gruppe. Ja. Aber ich würde auch mal irgendwann den nächsten Mal so als Pre-Med-Gruppe hier reingehen. Also so 8-Mann-Leute oder weiß ich, dass das mit den drei Allianzen geht noch gar nicht, ne? Außer man ist eine Gesellschaft, da glaube ich, da würde es glaube ich gehen. Also das sind diese Fliegen, die müssen wir ja noch erledigen, ne? Weiß jetzt gerade nicht, was sie vorhaben. Da sehen wir zum Beispiel auch andere Spieler noch nebenbei. Connor Fox ist auch schon wieder zu sehen. Dann haben wir da Rem Fanboy. Sieht man sogar noch alte Bekannte hier noch so nebenbei. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo die über jetzt hingehen wollen. Da gibt es jetzt noch keine Koordination irgendwie hier wirklich. Alle sind noch ein bisschen so recht durcheinander. Da haben wir hier drei Fortschritte, die wir machen müssen.
Da wäre auch wieder einer, der einfach rausgeht. Juhu, fängt ja schon geil an hier auf jeden Fall. Mann, oh Mann. Die Leute sind ja richtig motiviert heute, ey. So, das haben wir geschafft. Natürlich haben wir jetzt nicht so eine geile Bewertung bekommen. Weil, ja. Teamplay, ne? So. Da oben, ne? Weiß ja ehrlich gesagt auch noch gar nicht, was sie hier in der Gruppe vorhaben. Aha, da haben wir noch andere Leute noch. Okay. Weiß gerade nicht jetzt, was sie alle hier so machen wollen. Erstmal soll die alle mal herkommen hier. Das ist ja komisch, dass sie jetzt nicht hier irgendwie regroupen. Es ist nicht gerade nicht, was sie vorhaben hier. Aber die anderen stehen hier immer noch da hinten. Also da steht noch hinten einer rum. Ah, da sehen wir einmal so Pfeile, dass welche oben und unten so sind und sowas. Ich habe überhaupt noch keinen Schimmer, was die Leute vorhaben, ehrlich gesagt. Die jetzt dahin gehen wollen oder dahin gehen sollen. Wäre auch geil, wenn wir irgendwie Ersatz bekommen würde, weil die ganze Zeit 7 Leute ist ein bisschen blöd. Weil du machst ja nichts, ne? Das ist halt die Mentalität. Da hast du einfach mal so Leute, die haben einfach wieder keinen Bock, weil das nicht so klappt oder so. Dann gehen die auch gleich immer raus und so. Das ist auch immer echt ein Knaller. Das ist halt aber diese, sprich diese Mentalität, wie die wir ja in EU haben. So, aha. Wollen die jetzt alle da rein oder? Können wir die jetzt da rein? Wir haben jetzt. Warte mal. Wir haben jetzt gerade Hochspannung. Wir haben jetzt gerade Hochspannung. Hey Setomana, grüß dich. Oh, Diadem. Hey ho. Hey, grüß dich. So, jetzt sind wir hier im Inneren des Kristalls. Wir haben Hochspannung Wetter gehabt. Und jetzt entsprechend in diesen Kristall hier rein und unsere Prüfung machen. Okay.
Geh einfach mal hinten, weil hinten kriegen mal auf dem halt mehr Sinn mit Schaden. Hä? Was hat er jetzt gerade mit mir gemacht? Guck mal, ich hab wieder so einen Bug. Guck mal, ich bin gar nicht tot. Ich stehe da einfach nur rum. Einen geilen Bug habe ich gerade. Geil. Nice. Wieder den nächsten Bug erlebt. Nice. Oh Mann, man erlebt auch immer was hier, ey. Wahnsinn. Das ist immer ein geiler Tod, mein stehen tot sein so. Geil. Den Grabstein kennen wir ja. So. Oh, jetzt haben wir hier solche mit aspektiertes Portal. Jetzt haben wir dafür beschädigte Schließkassette bekommen. Dann haben wir irgendwie solche Portale, wo wir reingehen können. Muss schon sein, das Diadem sieht spannender aus als davor. Ja. Also jetzt hast du hier so Kämpfe noch hier mit drin und sowas. Ja. Gucken wir einfach mal, ne? Wow, okay, die geben auch noch echt Blutung hier noch so nebenbei, die Höllenhunde. Dann haben wir hier noch solche großen Blitzlegat und Windlegat. Und die können uns runterschubsen, dann müssen wir echt aufpassen. Bestimmt wieder so Area, wo man runterfällt. Darf man echt nicht zu nah am Rand stehen sonst, ne? Sieht aber echt schon cool aus, muss man sagen. Ja. Hier haben wir noch so nebenbei noch so ein paar Boss-Mechaniken noch nebenbei. Das sieht recht, noch ein bisschen recht chaotisch aus, muss man sagen. Mal echt ein bisschen einen Überblick für finden, ne? Hier haben wir wieder Windstöße. Mal wieder aufpassen. Da gibt es Leute, die schon runtergefallen sind. Aua. Uiuiui. Der Wind hier, Typi, ist ganz schön aggressiv hier mit seinem. Okay. Wir haben hier noch. Ah, wir haben Wind, Eis und Wind und Blitz. Drei verschiedene Tiger. Die haben alle so ihr Element noch so. Ja, kümmern wir uns mal um den nächsten Tiger. Ja, die beschwören noch so nebenbei noch ihre Ads und so. Machen auch noch. Gibt es welche Hexagone, die machen übelste AOE. Okay. Ja, das muss ein übelster Hexagon. Jetzt müssen wir bestimmt solche Kristalle hier zerstören, ne? Hat ein bisschen was von so einem richtigen 24-Mann-Raid, kann man sagen. Ein richtiges Prüfungszeug. Schon ganz cool gemacht. Und diesen Kristall haben wir ausgeschaltet. Jetzt haben wir da hinten noch den Wind. Okay, der ist auch ausgeschaltet. Eis auch. Und jetzt kommt der Übelste. Jetzt kommt Baba Bär. Das ist dieser Boe. Feuerlöwe. Der ist jetzt sauer. Yeah. Wow. Okay. Dann mal voll den Übelsten Frontcleave. Und guck mal, da ist schon wieder jemand aus der Gruppe rausgegangen. Wieder echt geil.
Was können wir echt gut gebrauchen, dass noch mehr Leute rausgehen? Oh Mann. Solche Spießer, ehrlich. Gehen immer gleich sofort raus, wie ist das, wenn das mal nicht so passt, wie sie sich da vorstellen. Ich meine, ich wusste jetzt auch nicht, dass da jetzt sowas passiert, weißt du. Ich meine, wir haben ja erstmal den ersten Tag. Die Leute sind einfach ein bisschen crazy drauf, da irgendwie gleich hier so hohe Anforderungen. Ah, hier, wir müssen jetzt genügend Leute auf der Plattform stehen. Das sieht man ja. Da haben wir 6 Zeichen. Also heißt, auf jeder Plattform müssen mindestens 6 Leute stehen. Sonst würde er bestimmt seine Ultimate einsetzen und uns ja, mega Aua machen. Boah, hat schon was Cooles auf jeden Fall. Ich hoffe, der richtige Proto-Ultima-Kampf wird genauso so schön krass wie dieser hier. Weil die haben ja auch gesagt, dass Proto-Ultima noch gar nicht richtig fertig war. Die einfach jetzt den wir jetzt in Dumpscape haben, ja, eben halt vom Fanfest ist und das war einfach so ein Testdingens. Und der richtige war ja noch nicht so weit fertig, aber ich denke mal, der wird bestimmt bei 3.6 kommen. Auch wegen der Story und ja, damit das irgendwie auch ein bisschen passt, wegen der Beschwörung und sowas halt. Ich war nur als dass der Dev neu war einmal drin, sonst nicht. Ich weiß nicht, wie viel sich da verändert hat. Ja, also ich war früher schon sehr oft hier drin, ne? auch wegen dem Pegasus-Farm und sowas. Aber natürlich auch wegen ein paar andere Sachen noch nebenbei. Man konnte ja schon eine Menge farmen früher. Also ich habe da ja halt auch immer sehr gerne Diademen gemacht früher, so nebenbei. Oh, ich hoffe, das klappt so. Da ist auch einer hin. Sonst macht er die ganze Zeit Aua hier. Also der ist nicht gerade ohne, ne? Muss man schon sagen. Und natürlich alle ihre Ultis raus. Ich hol das auch mal raus. Ich habe leider nur eine 2L, weil ja 2 Leute halt draußen sind. Geht nur, wenn wir ein voller Trupp sind. Wow, jetzt hier überall AOE-Gebäsche und alles. Wir müssen auch noch um die Ads kümmern. Machen nebenbei noch AOEs. Dann haben wir eine Feuerfläche, da müssen wir schnell weg. Sieht man. Bam. Hat bestimmt eine Menge Leute weggeklatscht, oder? War doch nicht so doll. Ich dachte, der Schaden wäre richtig stark. Liegt bestimmt, dass wir Leute genügend Item-Level haben. Also ich mach das auch hier erstmal zum ersten Mal hier jetzt, also das Neue. Aber es hat sich schon ein bisschen was auf jeden Fall verändert. Auf jeden Fall mit den Fates auch und sowas. Ganz durch Anwesenheit. Und da gibt es ja 2 Schwierigkeitsstufen. Einmal normal und einmal schwer. Da haben wir einmal hier mit Halunes Groll und dann haben wir einmal Likas. Lufikas meine ich. Ah hier, neben den Gruppenvergütungen voraussetzt. Okay. Gibt es eine Gruppenvergütung? Ach da, so ein Beutel ist da. Ah! Den Beutel gar nicht gesehen bei den ganzen Leuten. Okay, gucken wir uns das mal an. Beschädigte Schließkassette und Schließkassette. Ach, das sind diese neuen Währungsdinger oder wie? Die brauchen wir, da kriegen wir dafür irgendwelchen Loot. Ich denke mal, die Schließkassetten sind die besseren Mats statt diese hier. Also die bestätigten Schließkassette. Ich denke mal, die hier sind besser, was wir eben gerade auch durch diese Prüfung hier bekommen haben. Aber da muss man sich noch ein bisschen schlau machen, aber eigentlich ist es eigentlich recht simpel gemacht so. Jetzt müssen wir bestimmt wieder irgendwelche Fates gehen und sowas. Das fehlende Juwel verlassen. Ah, guck mal, da hat jemand schon was bekommen. Da haben wir jetzt eine 230er Waffe und von Ninja sogar. Wow. Eine 230er Ninja Waffe. Ja gut, das ist hier von PvP, das Glamour. Aber hier sieht man das. Coven's Clown.
202 Geschick. Gucken wir uns doch mal meine an. 189 Geschick. Also mal ehrlich, ne? Jetzt kommt es auch drauf an, was für Stats der auch noch hat. Aber allein schon durch die Geschick, wie viel Damage er pumpen tut. Und er hat auch noch außerdem noch 2 Plus. Im Gegensatz zu meiner Relikt. Der hat 7. Ja, ich habe 85 und der hat 87. Also das macht schon auf jeden Fall eine Menge aus, dieser 2 Plus Schadensboost, ne? Es kommt es natürlich darauf an, was für Sets er hat, aber nur gut, wenn man schon eine 280er Waffe hat, schon echt voller, ne? Wenn man das jetzt mal so gesehen hat. Schon echt heftig. Wahnsinn. Da hat jemand wohl richtig Lack gehabt, ne? Kriegt er einfach mal so eine 280er Waffe. Wow. Hier, da haben wir zum Beispiel eine 265er, das ist für Druide, Weißmagier, Gelehrte und Astrologen und sowas. Nice. Da haben wir schon eine 265er Gear. Hat außerdem Entschlossenheit und Zaubertempo. Also hier kann man auf jeden Fall eine Menge grinden, Leute. Also hier könnt ihr eine Menge grinden, auch hier für eure anderen Second Class und sowas auch. Aber ich meine, wenn ihr jetzt diese 280er Waffe habt, ne, dann seid ihr auf jeden Fall hauchhoch überlegen gegen die Leute mit den Raid-Waffen und die mit den Relikt und sowas. Weil das ist schon eine Menge auf jeden Fall. Wenn man schon über 200 Geschick hat, von den Stats her, also Hauptstats, dann noch 2 plus mehr Schadenmaß zusätzlich, was durch den Multiplikator, durch den Schaden noch erhöht. Wahnsinn. Ich mal echt den Damage-Unterschied sehen zwischen den Waffen da. Weil ich meine, das sind nur 5 Item-Level mehr. Und dann hat das schon so hohen Stat-Boost und sowas alles. Jetzt weiß ich nicht, wo die alle jetzt hingehen wollen. Die markieren auch hier nichts. Will jetzt auch nicht irgendwo alleine irgendwo hingehen. Will jetzt nicht da irgendwo sterben. Achso, da unten ist das. Ah. Da unten ist ein Star. Ich komme da nicht rein. Hä? Das ist so also eine Art Schutzschicht irgendwie so. Kommt man gar nicht hin. Lol. Das ist so eine Schutzschicht. Okay. Kann man denn da bitte schön runter? Ist es nur limitiert, also für eine bestimmte Zeit, dass es da jetzt so eine Schutzschicht ist? Ja, ne? Ja. Ah. Okay. Heißt also, wenn da jetzt irgendwie so ein Sterneviech ist, dann haben wir da so eine. Ah, ne. Hä? Warte mal, da war eben gerade eine ganz andere Farbe, habt ihr das gesehen? Und jetzt auf einmal. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier so runter. Hier, da ist immer noch so eine Schicht. Ich habe jetzt gedacht, dass die Schicht verschwindet, aber irgendwie bleibt die da dann noch. Sieht aber schon cool aus, wie das so seine Farbe verändert. Wie der Mann jetzt runterkommt, keine Ahnung.
Aber ich muss schon sagen, ich habe eine geile Gruppe erwischt. Also, dass die Leute gleich sofort rausgehen, das alles und na. Und dann haben die alle keinen Plan, wo die alle hingehen wollen. Weil ich will jetzt auch nicht irgendwo alleine irgendwo stehen. Ja, das ist der Hard Mode, ja. Da gibt es einfach nur Fikas, das ist das Normale. Und dann haben wir einmal Halones. Halones ist eben halt die schwierigere. Kriegst halt dementsprechend auch bessere Belohnung und sowas halt, ne? Nofikas hat ein Item-Level von 179 und Halones hat dann eine Itemstufe von 220. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Ah, hier haben wir den Schlüsselmeister. Das ist unser NPC. Ah, von den bestätigten Schießkassette brauchen wir 40 Stück. Und von den Schießkassetten brauchen wir immer je eins, was wir abgeben müssen. Müsste man aber eine Menge beschädigte Schießkassetten bekommen. Obwohl, warte mal, beschädigte Schießkassette, ist das vielleicht das Bessere? Mehr beschädigt, da der Inhalt vermutlich nicht mehr intakt ist. Die ist das eher der wertvollere? Weiß ich jetzt nicht, weil hier brauchen wir 40 Stück. Um einmal zu öffnen zu können. Und bei denen hier brauchen wir mal je nur eins. Könnte durchaus sein, dass das irgendwie das Wertvollere sei. Dass es eher antiker ist, weißt du? So antike Sachen sind sowieso eigentlich immer recht rar, kann man sagen. Und dann die normalen Schließkassetten einfacher zu öffnen sind und dennoch leichter Sachen bekommst. Ach, hier kriegen wir Messing Piraten an denken. Nochmal. Oh, sind wir sogar auf Materia. Mal. Nochmal. Oh. Haben wir so ähnlich so ein RNG-lastiges Loot-System hier, Lootboxen kann man sagen, so ein bisschen, wie wir das ja auch von Palast der Toten kennen. Aber das könnte durchaus sein, dass die Beschädigten besser seien. Wir brauchen wir 40 Stück, um einmal so ein Ding da zu öffnen. Stück. Muss aber, ja, es kann, muss aber nicht sein, aber ich denke mal schon, dass es eher für Rarität ist. Ah, hier. Hier können wir jetzt die 265er Sachen abgeben und dafür bekommen wir drei sogar, drei Piraten andenken. Hier Tankhose und sowas. Also die Sache ist so, Yuki R-Times, hallo erstmal. Das ist so, du kannst einmal in Ishgard bei den Landeplatz in der Nähe von den Astrologengilde kannst du immer noch machen. Heißt aber, du kannst jetzt mit Leuten eine Gruppe bilden und ihr müsst dann diese Marken holen bei den NPC und dann muss eben halt der Gruppenanführer anmelden und dann geht ihr als Gruppe rein. Ihr könnt aber auch durch als Gesellschaft reingehen, das geht auch noch. In eine Gesellschaftswerkstatt, das geht auch noch. Ihr könnt das sogar auch als 24 Mann Premade oder so, glaube ich, auch da reingehen. Dann müsst ihr von der Gesellschaft jeder der Gruppenleiter sich da anmelden und also alle drei Gruppen jeder von der Gesellschaft da anmelden, also die Leader. Und dann gehen die als 24 oder so rein. Und du kannst aber auch, wenn du willst, auch in Ishgard mit Leuten und dann da einfach reingehen, wenn du jetzt da keine Gesellschaftswerkstatt da hast oder sowas. Aber es können bis zu 24 Mann Leuten Premade gehen, also wenn die in der FG zusammen da in eine Werkstatt reingehen und da zusammen reinreisen. Momentan geht das, glaube ich, noch nicht mit Server übergreifen, dass du da irgendwo. Das wäre ja schon cool.
Weil, wenn man jetzt überlegt, du bist jetzt auf einem Server Shiva wie ich und jemand aus Phoenix oder Kerberos lädt dich jetzt dazu ein, serverübergreifend und er meldet so gesehen jetzt das an, bei sich denn, ne, bei seiner Gesellschaft und die andere von der Gesellschaft und dann kannst du so gesehen mit dabei primet sein. Das wäre ja echt nice. Ja, okay, denke ja, unser Luftschiff ist noch nicht fertig. Ah, okay. Ja, also. Da ist auch noch die Möglichkeit, denn, Yuki. So, jetzt gehen leider alle Leute raus. Kann ich jetzt nicht wirklich viel machen. Also wenn ich jetzt rausgehen würde, dann habe ich jetzt eine 30-Minuten-Sperre, ne? Weil da war ja auch so, dass man wieder warten musste, bis man wieder reingehen konnte. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte jetzt auch mehr gezeigt hier, ehrlich gesagt, mit der Gruppe, aber die haben sich ja irgendwie alle aufgelöst. Leider haben wir einen Fehlschlag, das ist klar, weil das ist jetzt nicht so zusammen allzu viel absorbiert von Expedition Maulkorb. Schade. Ja, das wäre echt cool, wenn das irgendwann mit mal serverübergreifend ist. Ja, also es wurde schon gesagt, dass daran gearbeitet wird, dass Diadem und Palast der Toten serverübergreifend auch werden sollte. Müssen wir warten, vielleicht kann es auch in 3.6 kommen, weil jetzt, ich habe da jetzt auch durch die Patch-Notes jetzt nicht dazu was gelesen, dass es serverübergreifend jetzt sein sollte. Allgemein, wenn man jetzt hier reingeht, dann ist das ja schon serverübergreifend, wenn man jetzt so überlegt, ne? Aber es ist jetzt nicht dieses so, wo man jetzt die feste Allianzen da irgendwo reingehen, ne? Also auch von anderen Servern her. Ich glaube, jetzt können wir noch mal rein, oder? Ich guck mal. Oder doch? Ah, verstehe. Wenn wir jetzt einfach so quitten würden, dann glaube ich, kriegt man eine Sperre oder so, ne? Ich denke mal, das ist immer noch so, ne? Man irgendwie einfach, wenn man einfach so rausgeht, ganze Gruppe oder so, glaube ich, da war irgendwie was, dass derjenige Sperre bekommt, 30 Minuten. Erst 30 Minuten, erst mal wieder reingehen kann. Ich schau noch mal, aber es ist ja noch gar nicht serverübergreifend, ne? Du klar kannst auch von anderen Leuten in anderen Server treffen, das auch. Ah, hier. Ich habe ja hier was zu lesen. Es ist die Möglichkeit, innerhalb die Klasse zu einem Sammler oder einer Job Stufe 60 zu wechseln, als bei Beitreten die Voraussetzung erfüllt sein muss. Es besteht die Möglichkeit, als Allianz aus bis zu drei Gruppen mit je 2 bis 8 Spielern teilzunehmen. Innerhalb des Diadems können die Gruppen unabhängig voneinander agieren. Also man kann als Allianz von 3 Gruppen kann man dort zusammen reinjoinen. Das geht auch. Das ist zum Beispiel ganz cool, weißt du? Dann stehen da die Leader in der Gesellschaft, die machen ihre Gruppen. Da können auch Leute sein, auch von anderen Gesellschaften oder sonst irgendwo. Also, das ist eigentlich total egal, solange ihr eine Workshop zusammen habt und 3 Leader habt, die dann genügend Leute haben und dann alle da reinjoinen. Das geht auf jeden Fall. Ja, das wäre echt cool, wenn das irgendwann mal serverübergreifend ist. Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, dann können die Leute sagen, hier. Da, weißt du, da werden eben halt Gruppen aufgemacht, privat. Dann geht jeder eben halt in dieser Gruppen rein. Und dann werden die Leader so gesehen zusammen suchen bei ihrer Werkstatt. Und dann geht's dann los zusammen, weißt du, mit 24 Mann. Das ist schon echt cool, denn. Ja, okay, ich weiß, was ich heute Abend mache in FF14. Ja, also du kriegst hier dann auch den 265er Sachen. Und es gibt sogar auch eine 280er Waffe. Also du kannst auch eine 280er Waffe bekommen, aber dann musst du diese eine Prüfung hier, diesen Kristall, also diesen fehlenden Kristall, geschafft haben. Wie ich das eben gerade gemacht hatte.
Da war ja auch so eine fette Prüfung mit drei Bestien und dann kamen die Oberbestie. Und dann, wenn du die besiegt hast, gibt's so ein dicker Sack, den musst du dann anklicken und dann bekommst du dein Loot. Und wenn du Glück hast, kriegst du da auch deine 280er Waffe raus. Ein Ninja hatte das jetzt zum Beispiel gepostet, hat er die 280er Waffe. Ich kann es ja mal zeigen. Hier, Park Clovens Clown. Das ist eine 280er Waffe. Da kann man das mal anschauen. Die Second Stats sieht man jetzt nicht. Keine Ahnung, welche Stats das sind. Oh, jetzt hat mich Yuki gerade eingeladen. Jetzt ist. Ja, schade. Hat mich gerade Yuki eingeladen. Wir kommen ja gerade Yuki ein bisschen zu spät. Sonst wäre ich da reingejoint bei Yuki. Na. Ich weiß jetzt nicht, ob Yuki Whitelight hier zuschaut, aber ich kam es gerade ein bisschen zu spät, weil sonst hätte ich da jetzt klar angenommen, Yuki. Also ich war das nicht. Okay, gut. Weil ich weiß jetzt nicht, wie Yuki heißt auf Twitch oder so, oder da, ob da jetzt hier lurken tut, ich weiß es nicht, aber kam jetzt gerade ein bisschen zu spät, weil sonst wäre ich jetzt zusammen mit ihnen so, ja, Gruppe gegangen, wäre auch nicht jetzt so schlimm. Ja, hier haben wir jetzt welche Fates, die müssen wir abschließen. Dann haben wir hier auch verschiedene Missionen. Ihr habt hier Expedition Maulkorb, das hatten wir ja in der letzten Gruppe gehabt. Und jetzt haben wir Expedition Artenschutz. Da müssen wir Ameisenfalken anlocken und Organproben entnehmen. Okay. Dann haben wir da wieder eine Bewertung mit Prozent. Okay. Handproben. Sind wir voll die Chirurgen hier, ne? Ja, da gibt es so welche Fates, da kann man dann auch da Belohnungen bekommen und sowas. Wenn alle genügend Missionen gemacht haben und ich denke mal auch wieder das Wetter sich geändert hat, also in Hochspannung ist, wenn wir bestimmt wieder dann in diese coolen Prüfungen reinkommen. Ja, so geht es mir auch. Ich habe meine Frage. Ich habe jetzt vor kurzem die Anima von Ninja gemacht. Gerade das Füttern beendet. Worauf hast du da alles geskillt? Also ich habe hier alles auf Crit, also hauptsächlich Crit, dann Entschlossenheit und danach Schnelligkeit, weil das haben die ein bisschen blöd gemacht, dass sie auf Entschlossenheit nur 115 gemacht haben, statt auch auf 120. Weil sonst hätte ich jetzt diese 5 Punkte Schnelligkeit auch in Entschlossenheit gegeben, ne? Wie bei der Novus früher. Also ganz klar Crit, dann Entschlossenheit voll machen bis 115 und dann 5 Schnelligkeit, weil ich habe welche gesehen, die haben auch 5 Prezi reingehauen, aber naja. Ja, ich gehe lieber auf 5 Schnelligkeit. Also, was man immer ganz besonders achten muss als Ninja, ganz klar Crit, dann kommt Entschlossenheit. Und als dritte Möglichkeit, wenn er jetzt, ja, blöderweise auf 115 gemacht worden ist, das mit Entschlossenheit bei der Relikt, da sollte man da die 5 Punkte sonst auf Schnelligkeit geben. Also die dritte Stat. Okay, dann habe ich jetzt ja doch noch einigermaßen richtig gemacht. Dann muss ich nur noch ein bisschen ändern. Ah, okay, gut. Ja, weil ich finde, der Ninja hat so oder so genügend Schnelligkeit. Der braucht nicht noch mehr Schnelligkeit. Das wäre total irrsinnig, wenn du noch Houghton hast und dann noch zu viel Schnelligkeit hast. Das ist, ja, nicht gerade so obergeil. Weil es einfach viel zu schnell denn gehen würde, so.
Also ich hätte auch den nächsten Mal nichts dagegen, wenn man da so zusammen als Gruppe reingehen würde, weil leider kam jetzt das mit Yuki zu spät. Also sonst hätte ich jetzt mit jemandem gegangen, mit dem ich ja schon auch schon sehr, sehr lange kenne. Den ich auch auf der Gamescom mal getroffen habe. Weil ich arbeite ja seit 2014 bei Square Enix als Ambassador. Dann ist es immer richtig geil, wenn man da wieder die Leute trifft und sowas. Oder beim Stand die Leute hilft. Je nachdem, also ist immer richtig cool ist. Ich hoffe auf jeden Fall, ich bin jetzt wieder dabei. 2017 auf der Gamescom als Ambassador. Weil jetzt momentan jetzt hier dieses Ticketverkauf ist von der Gamescom 2017. Ich würde jetzt noch kein Ticket holen, weil ich darauf warte, dass ich vielleicht wieder als Ambassador wieder dabei sein würde, weil mir macht das seit den 4 Jahren echt Spaß, an diesem Projekt da dabei zu sein. Und das auch zu repräsentieren, klar, ne? Wie kann ich eigentlich ändern, dass man die Effekte nicht mehr sieht? Ach so, das kann ich dir gleich mal zeigen. Ist eigentlich ganz easy. Du meinst, dass du die Effekte der anderen nicht siehst, nur deine eigenen oder sowas, ne? Warte mal, da kann ich dir gleich mal. Oh, schade. Wir beschädigte Schließkassette. Ah. Also die Beschädigten sind doch nicht rar. Okay, gut. Du kriegst die Beschädigten durch diese Fates. Die richtigen Kassetten bekommst du durch diese eine Prüfung da. Diese besonderen Prüfungen oder durch diese Sterne. Okay. Warte mal, ich werde jetzt mal zeigen. Du gehst auf Charakter. Dann war das, glaube ich, hier. Du gehst so Charakterkonfiguration, dann gehst du auf Charakter und dann kannst du hier Kampfeffekte. Eigene, alle an, vereinfacht aus. Dann kannst du deine Gruppe, alle an, vereinfacht aus. Also Gruppe habe ich vereinfacht, damit ich noch wenigstens noch ein bisschen so ihre Effekte sehe und sowas. Und alle anderen, außer auch PvP, hier habe ich hier auf aus. Ups, shit, da muss ich schnell weg. Ja. Ja, das mit den Effekten würde ich auch gerne wissen. Manchmal sieht man das gar nicht. Aber jetzt habt ihr es gesehen, Leute, ne? Oh, falls du Samstag da bist, könnte man ja sehen. Bin immer Samstag da. Ja, Samstag muss ich mal schauen, weil ich habe ja auch meine Premade-Gruppe bei The Feast. Also da werden wir jetzt ein bisschen üben in der Preseason. Zu der Season 4. Werden wir ein bisschen üben, aber wenn wir das, ja, wenn da jetzt dann nichts. Wenn wir das vorher machen oder danach machen, dann habe ich auf jeden Fall Zeit dafür. Ich wollte nur sagen, dass ich Samstag noch mit den Leuten noch so ein, zwei Stunden da ein bisschen zu fies da, ein bisschen üben, um uns einzuspielen für die Season 4, die in 3 oder 4 Wochen losgehen sollte. Ja. Damit du dann Bescheid weißt. Ja, kein Problem, Leute, ne? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dazu bin ich ja auch da. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Schwarzmagie-Effekte sind blöd. Ja, da siehst du manchmal echt nicht viel, ne? Ich habe auch das immer das Problem gehabt. Selber, wo ich immer Raiden war oder so. Allgemein, wenn du 24 Mann gehst, dann siehst du so viele Effekte und dann irritiert das einen auch total. Ich meine, ich finde die Effekte eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Aber wenn du so Melee bist, besonders wenn du Melee bist, ist es schon sehr, sehr nervig. So, als Ranch würde ich nur damit. Ja, als Ranch würde ich damit noch klarkommen eigentlich, so ein bisschen. Aber, weiß nicht, so als Mini ist es ein bisschen blöde, weißt du? Habe ich bei Final Fantasy 11 auch so gemacht. Also da habe ich auch die Effekte da so dementsprechend angepasst, weil das ist halt echt anstrengend sonst. Oh ja, die sind mega nervig. Die nehmen mir die ganze Sicht. Ich sehe dadurch manchmal keine AoEs. Ja, das kannst du auch das Problem haben, ne? Alles sehr, sehr too much ist dann. So, jetzt brauchen wir weitere Proben. Wir haben eine abgeschlossen. Jetzt müssen wir Projektosauren anlocken und Knochenproben entnehmen. Jetzt haben wir wieder eine neue Aufgabe bekommen bei Artenschutz. So geht es mir auch immer. Ja, also besonders als Midi ist es sehr, sehr nervig. Ich weiß nicht, wie das so als Ranch aussieht. Ich denke, als Ranch kann man das schon verkraften.
Aber als Mini ist das schon sehr, sehr nervig. Das kann ich schon mir auf jeden Fall vorstellen. Weil ich habe selber damit Probleme, wenn da zu viele Effekte bei mir on face ist. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen habe ich das auch dann irgendwann so gemacht, weil ich dachte mir so, ah, kein Bock mehr drauf. Oh ja, die Marker. Oh ja. Die Marker ist auch manchmal echt schlimm. Wenn ich meine Beschwörer spiele, ist mir das egal, aber als Ninja ist das mies, ja. Das meine ich ja. Als Ranch kannst du damit leben. Aber wenn du denn, ja, hauptsächlich Melee spielst, also auch Main oder so, dann hast du darauf keinen Bock so richtig, weil du siehst dann nicht wirklich viel was. Weil du ja sowieso am Tage dran bist, ne? Wenn du nicht am Tage dran bist, dann ist es ja nicht so wild, ne? Aber wenn du da im Nahkampf bist, ist es schon echt nervig. Ja, jetzt haben wir hier diese Duftfalle. Oh, und Schatz ist da auch. Haben wir. Oh, guck mal, hier kriegen wir diese richtigen Schließkassetten. Hä? Also kriegt man die doch schnell. Oha. Also die Beschädigte kriegt man ja richtig schnell. Wahnsinn. Okay, nochmal. Die richtigen Schießkassetten sind die besseren und die Beschädigten sind die schlechteren. Heißt also, bei den schlechteren braucht ihr wesentlich mehr, um was zu bekommen. Und die richtigen Schießkassetten müsst ihr jeweils eins abgeben, um da was zu bekommen. Das ist so ein bisschen so halt Loot-Opening. Was man ja auch durch Call of Duty kennt oder Overwatch. Also alles so Spiele, die solche Pack-Openings haben. Haben sie sich einfach mal gedacht, Square Enix hauen wir auch mal rein, weil wir das ja auch schon jetzt beim Palast der Toten haben. Dieses Loot-Box-System, kann man so sagen. Der RNG-lastig hat alles, ne, was man da so bekommt. Du siehst ja selber, was meine Stats sind, ne? Ich habe ja hier hauptsächlich auf Crit gegangen. Ja, ich habe ja schon 1213. Ich habe ja ein bisschen Feintuning gemacht. Mir fehlen jetzt entsprechend noch die Schuhe und die Ohrringe für nächste Woche. Und dann habe ich so gesehen Best in Slot momentan. Ich muss erstmal schauen, wie das mit den anderen Sachen hier so sind. Aber mir fehlen eigentlich noch hier die Schuhe dazu und diese hier. Dann habe ich mein Feintuning soweit fertig. Dann habe ich auch nicht mehr so viel Schnelligkeit. Dann bin ich so knapp bei 600 oder so. Weil das sind auf jeden Fall stark weg. Weil ich dann hier noch genügend Schnelligkeit habe. Die fällt dann weg. Hier auch. Habe dann hier entsprechend Ohrringe, die keine Präzision mehr haben. Aber dafür noch Crit geben und entschlossen, glaube ich. Und dann haben wir hier nochmal Schuhe, die mir nochmal Prezi geben. Um diese Prezi wieder zurückzuholen an die 700 da. Weil das ist ja wichtig ist im PvE. Und dann kriege ich so gesehen nochmal Crit drauf. Heißt also, ich werde bestimmt so an die 1,3 oder so gehen mit Crit oder so. Um ja das gewisse Feintuning soweit dann fertig zu haben für nächste Woche. Damit du schon mal siehst, wie das so zukunftsmäßig aussieht mit den Ninja, ne? Wenn man da wirklich auf Feintuning gehen will. Ich sehe nie. Achso, okay, das habe ich schon gelesen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann lasst es auf jeden Fall mal raus. Oder wenn ihr irgendwelche Feedbacks habt, so. Also Fragen könnt ihr gerne irgendwie. Das ist nicht das Problem oder. Ja. Aber ja, wenn du hier reingehst, kannst du aber auch mit den 265er Sachen, kannst du entweder eintauschen, um diese Piratenmarken zu bekommen. Oh, die Feld haben wir leider nicht geschafft.
Ah, okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir unseren nächsten Fortschritt hier bekommen. Ah, hier ist die nächste Fade. Cool, danke, Tobi. Ja, kein Ding, Yuki. Auf jeden Fall bekommt ihr hier 265er Gear-Zeug. Das könnt ihr auf jeden Fall nutzen, falls ihr jetzt noch andere Second Class Item Level pushen wollt oder sowas. Da könnt ihr auch ein bisschen gucken, wenn ihr in Stats oder so, wenn ihr danach gehen wollt. Aber das ist einfach nur so, um, wenn es euch nicht jetzt so viel jucken tut, die Second Stats, dann könnt ihr auf jeden Fall damit eure anderen Klassen damit oder Jobs eben halt entsprechend hochpushen mit Item Level. Und wenn du hier richtig lange grinden willst und auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück hast bei der einen Prüfung da, dass du da deine 280er Waffe bekommst. Die ist dann wesentlich stärker als die Relikt und der Raid-Waffe. Heißt aber, es kommt auch darauf an, was welche Werte diese Waffe hat, aber dementsprechend hat das 2 plus mehr Schadenswert. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Und du gehst da über deine Stats an die 200 oder so. Das ist auch schon ziemlich pervers. Ja, da muss man einfach mal gucken, ne? Aber ich meine, das war sowieso irgendwann klar, dass sie das jetzt irgendwie so noch machen würden. Weil damit die Leute noch einen gewissen Anreiz haben, hier noch Diadem zu machen, so nebenbei. Weil das mit den Raid ist alles schon längst vorbei. Das ist all. Das kannst du jetzt nicht mehr sagen, hier, dann mit Raid. Natürlich gibt's da, Alter, gab es auch so eine große Diskussion zwischen Casual und Raid-Gruppen oder Raider. Und ich meine. Das ist nun mal so jetzt. Die Zeit ist ja jetzt soweit vorbei. Ne? Die Leute hatten das schon alles schon soweit clear und sowas. Und jetzt sind auch mal die Casuals dran, weil die Casuals bezahlen hauptsächlich das Spiel und finanzieren damit am meisten Square Enix. Ne? Weil wenn man überlegt, was Raider so machen, die sind nicht so oft online, so wirklich. Sind nur online, wenn die da zum Beispiel ihren Raid haben oder schließen so gesehen den Content ab, haben das geclearet alles. Und deaktivieren so gesehen erstmal ihr Account und kommen erstmal wieder, wenn wieder zum Beispiel ein neuer Raid-Content draußen ist, dann aktivieren die wieder ihr Account oder so. Also heißt also, hauptsächlich kriegt Square Enix Geld durch die Casuals. Deswegen müssen die halt auch entsprechend für die immer was am meisten bevorzugen. Ist einfach so. Ich meine, die Raider kommen auch schon genügend was, aber irgendwann ist ja auch mal eine gewisse Zeit vorbei. Und dann muss man sich nicht wundern, dass da irgendwie was Neues kommt, ne? Also auch besonders für die Casuals und sowas. Und so muss man ja auch mal fair bleiben, ne? Finde ich. Ich meine, die haben ja auch immer jetzt schon ihr besseres Zeug immer gehabt und sonst was, weißt du? Und dann denke ich mal, warum sollen das jetzt Casuals auch nicht jetzt irgendwie die Chance bekommen, was Besseres zu bekommen, ne? Ich meine, die Raider hatten immer ihren Vortritt und alles durch bessere Sachen und jetzt ist auch mal für die andere Seite mal was angesagt, ne? Da muss man auch mal fair bleiben, ne? Ah, ich weiß nicht, wie viele versuchen. Ach ja, ich habe jetzt zuletzt Frau Halde auf den Stein geschafft. Ah, sehr schön. Hast du eine Aufgabe gemacht, da drauf zu gehen? Also beim Ninja, Hauptsache Crit, Materie und. Wenn Crit Cap ist, dann Entschlossenheit. Ja, genau. Also du machst erstmal Crit voll und danach machst du Entschlossenheit 115. Leider so gemacht, dass Entschlossenheit keine 120 hat, sondern 115. Blöderweise. Deswegen musst du die 5 Stats dann noch irgendwie ausgeben. Würde denn dir raten, auf Schnelligkeit zu gehen? Weil das würde ein bisschen mehr Sinn machen, statt da jetzt irgendwie Prezi oder so reinzukloppen. Weil ich habe welche gesehen, die hatten auch da 5 Prezi reingehauen. Also ich. Auch wenn es so 5 Punkte sind, mein Gott, aber dann hast du wenigstens ein bisschen mehr auf deine dritten Stats, kann man sagen. Also nach Crit und Entschlossenheit hast du ja Schnelligkeit. Ne? Dann gehst du lieber mit den 5 Punkten auf Schnelligkeit noch, wenn du Crit und Entschlossenheit voll gemacht hast. Ja, das mit den Raids ist echt so. Ich bin froh, dass das Diadem wieder drin ist. Ja, ich finde das auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Also ich kann da jetzt auch nicht wirklich meckern. Ich meine, irgendwann ist es ja klar, dass die irgendwann auch mal an der Reihe kommen. Ne? Da muss man ja auch mehr fair bleiben. Und hauptsächlich wird das Spiel ja auch nur von Casuals finanziert. Muss man ja auch so sehen. Ne?
alle anderen kommen halt auch auf ihre Kosten, aber irgendwann halt ist ja auch da die Zeit vorbei und da kommt ja sowieso nicht mehr so wirklich Großartiges. Es wird jetzt, in der Zeit kann man jetzt noch was machen, bis zum Stormblood. Und dann geht das erst bei Stormblood erst wieder richtig los mit dem ganzen Kram, ne? Und dann kommen die auch wieder zuvor, ne? Was sie jetzt hier in der Zeit jetzt nicht mehr machen konnten, ne? Ich meinte eigentlich nur die Rüstung und Schmuck. Ach so, ja klar. Ja, klar. Du guckst aber als erstes auf Crit hier, ne? Hier sieht man ja alles so Crit. Hier hast du jetzt keinen Crit, deswegen werde ich ja diesen Alex-Schmuck da holen, damit ich deinen Crit hier habe. Also eine Schussenheit, fällt aber Prezi raus. Prezi kriege ich durch die Schuhe wieder. Heißt also, da habe ich jetzt Entschlossenheit. Heißt also, ich gehe eher auf Crit statt Entschlossenheit und auf Schnelligkeit und habe dann hier nochmal Prezi drauf und haue dann nochmal dementsprechend ja, Seconds rein. Heißt also, wenn du jetzt hier Entschlossenheit hast mit Schnelligkeit, haust du natürlich Crit rein. Das ist logisch. Wenn du jetzt hier siehst, wenn das passt, wenn du hier siehst, Crit und Entschlossenheit, hau da auf jeden Fall Crit rein, wenn du da Crit reinhauen kannst. Hier genauso. Hier hast du auch nochmal die Chance, Crit reinzuhauen. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal Crit. Also hauptsächlich immer auf Crit, Entschlossenheit danach, ne? Hier auch nochmal. Hier könnten wir jetzt nicht immer nochmal Crit draufhauen, weil wegen diesem Cap. Deswegen Entschlossenheit. Hier genauso Crit, Crit. Hier haben wir Crit und Entschlossenheit. Aber wir konnten nicht mehr Crit reinhauen, deswegen Entschlossenheit. Hier konnten wir Crit reinhauen. Hier haben wir nochmal mit Schnelligkeit dazu. Auch nochmal Crit. Also klar, erst immer auf Crit versuchen. Wenn Crit nicht reingeht, auf Entschlossenheit gehen. Nie irgendwie was mit Schnelligkeit oder so, das ist Blödsinn. Du bist als Ninja auf jeden Fall schnell genug. Da brauchst du kein Dings da. Kein Schnelligkeit oder so. Deswegen reicht das vollkommen aus, dass du da Crit und Entschlossenheit danach gehst. Das sind so die hauptsächlichen Sachen, die du eigentlich achten solltest. Aber das trifft die meisten Minis zu. Weil ich finde, wenn du jetzt so einen wie Barde spielst, solltest du Crit und Schnelligkeit gehen. Bei Maschinisten ist es ein Mischmasch, da muss man entscheiden. Entweder geht man auf Crit und Entschlossenheit oder man geht auf Crit und Schnelligkeit. Obwohl ich eher den Maschinisten auf Crit und Entschlossenheit empfehlen würde, weil seine Pets machen so gesehen zusätzlichen Schaden. Also durch Auto-Attacks nebenbei. Und deswegen sollte man da, denke ich mal, eher auf Entschlossenheit gehen. Statt irgendwie auf Schnelligkeit wie bei den Barden. Das ist so ein bisschen so diese Unterschiede zwischen den Klassen mit ihren Stats halt. Als Tank gehst du eigentlich auch hauptsächlich auf Crit und Entschlossenheit. Ja, dafür nicht, Leute, dafür nicht. Also, das ist eigentlich recht simpel. Da hält ihr noch bis Dawnblood die Werte. Also, da wird sich bestimmt jetzt nicht so viel ändern, außer jetzt ein paar Moves und sowas. Da müssen wir jetzt mal noch schauen, wie das alles so verändert wird. Sprich auch mit den Skills und sowas. Weil wenn Parade rausfällt, kriegen ja sowieso der Paladin und der Dunkelritter neue Skill-Veränderungen. Aber ich bin selber mal gespannt, was aber selber hier von meiner Main-Klasse, die Ninja, so alles rausfällt und sowas, was sie da noch so verändern wollen. Ich hab's auch mal kleine Spekulation, dass zum Beispiel der Ninja keine Mudras mehr haben soll, sondern eigentlich nur noch die Jutsus auf CDs sind. Mal schauen. Also, bin echt mal gespannt, wie sich das sonst so spielen lässt, falls es wirklich der Fall sein sollte. Aber ich gehe jetzt davon noch nicht aus. Ich gehe davon aus, dass die Mudras noch bleiben und so weiteres. Weil dann hast du ja diese ganzen coolen Jutsus-Moves gar nicht mehr drauf, die du ja durch die Kombination machst. Also dieses hier so tuff, tuff, tuff.
Ja, das hast du ja eigentlich gar nicht mehr, denn wenn es alles auf CDs sind, dann hau die einfach nur, keine Ahnung, Fuma Shuriken raus oder Raiton oder so. Und ja. Ich denke mal, dieses Swiftcast bleibt auf jeden Fall noch, genauso wie bei den Bahnen und Maschinisten, so den Swiftcast. Das hast du ja als, das Ninja ja immer noch, finde ich. Finde ich ganz cool, also mich würde das jetzt nicht stören. Dieses Swiftcasten hier, diese Kombination. Das wirst du ja eigentlich auch genauso in der Regel haben mit den Samurai. Deswegen freue ich mich, dass mir die Samurai auch so ein bisschen so den Style vom Ninja. Der hat ja auch dann drei Moves drauf, die er dann einsetzen muss und so. Wird auf jeden Fall echt interessant, weil ich fand ihn auf jeden Fall bei Final Fantasy XI auch ziemlich nice. Da haben sich auch Ninja und Samurai auch sehr gut ergänzt. Also, das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. So, wir sind jetzt hier unter dieser Schicht, wo ich ja gesagt habe, dass ich in diese Schicht nicht durchkomme. Habt ihr jetzt gesehen, wie ihr da reinkommt? Und wenn wir jetzt hier unten sind, unter dieser Schicht hier, dann können wir auch nicht fliegen. Also ich versuche jetzt hier zu fliegen, geht nicht. Also wir sind hier unten. Ja, wir können nicht fliegen, ne? Und wir können jetzt so gesehen jetzt wieder nach oben gehen. Raus aus dieser Schicht. Und dann können wir jetzt wieder fliegen, denn. So, zack. Jetzt können wir wieder fliegen. Heißt also, wir können durch diese Schicht nicht durch. Also, wir müssen immer diese Ätherspaltung, also hier diese Ätherfrisur finden. Dann kommen wir nach unten. Wenn wir unten unter dieser Schicht sind, können wir dann nicht fliegen. Okay. Jetzt hier die nächste Aufgabe. So, wieder so eine Fate. Jetzt müssen wir gucken, wie sich das, wie dieser Wetterverhältnis wird. Wenn wir auf Hochspannung haben, können wir danach in diesen großen Kristall hier reingehen. Also dieses fehlendes Juwel. Portal zum fehlenden Juwel. Wenn wir da drinnen sind, sind wir in Kronjuwel, kann man sagen. Und dort kann man dann eben halt, ja, als 24 Mann drinnen kämpfen gegen drei Bestien. Wind, Blitz und Eis. Tigern. Und wenn wir die besiegt haben, kommt eben halt so ein gewaltiger Feuertiger, das ist dieser Boe. Wenn wir den besiegt haben, bekommen wir unser höchstes Loot dort. So einen schönen dicken Sack kriegt man da. Au. Ja, okay, die Prüfung haben wir jetzt hier soweit abgeschlossen. Also die Expedition. Jetzt kann man so gesehen auch weitermachen und gucken, dass man irgendwie die Chance hat, hier diesen Juwel da reinzukommen. Falls nicht, kann man irgendwie jetzt, glaube ich, auch liefen, ne? Ich glaube, da gibt es jetzt sowieso noch nicht viel groß was zu tun. Die anderen sind jetzt auch rausgegangen. Will ich jetzt quasi auch rausgehen. Aber wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Und das ist ein bisschen Glückssache, ne? Also da muss halt diese Wetterbedingungen stimmen und sowas. Und dann wird das ja so angezeigt. Jetzt ist dieser Tor offen und dann müssen auch wirklich alle Leute da reingehen und dann da diese Prüfung drinnen in diesem Kristall oder sprich Juwel da drinnen bewältigen und dann kriegt man da sehr, sehr gutes Zeug. Man hat auch jetzt nicht so eine hohe Drop-Chance bei der 280er. Wäre auch natürlich ziemlich einfach. Aber durch diese Prüfung in diesem Juwel bekommt man da die 280er Waffe rausgedroppt. Ach, Yuki ist wieder drin, okay. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich wollte eigentlich schon mit Leuten mit reingehen. Aber wir können auch in den Tagen das mal machen zusammen, klar. Also, mein Nier Automata ist jetzt unterwegs. Aber ich würde dennoch hier weiter noch mit euch Final Fantasy dann spielen oder so. Allgemein hier noch Final Fantasy spielen. Klar. Also, ich freue mich total auf Nier Automata morgen. Aber, ja. Final Fantasy, klar, immer gerne. Wenn ich dann auf jeden Fall spielen werde, dann können wir hier was starten. Ihr seid jetzt nicht auf Shiva oder habt Bock, jetzt mitzugehen, oder? Falls jetzt jemand Bock hat, kann er ja sich ja melden. Dann kann ich hier einladen.
Bin mal was zu essen kommen. Bin dann wieder da. Okay, alles klar. Guten Hunger dir, Setomana. Oder ich mach das hier einfach auf, oder? Kann ich ja auch machen. Ach ja, das ist ja noch gar nicht serverübergreifend, ne? Stimmt ja. Aber das wollen die ja beides ja machen. Die wollen ja Palast der Toten und das Diadem ja serverübergreifend machen. Heißt also, derjenige, wie ich ja schon gesagt habe, kann auf Kerberos, Phönix, Odin oder so sein. In seine übergreifende Gruppe geht er dann rein. Der wird dann von seiner Werkstatt oder je nachdem NPC hier ansprechen und dann könnt ihr dann zusammen reingehen. Bin noch auf der Arbeit, aber gerne mal ein anderes Mal. Muss leider wieder etwas für mein Geld tun. Bis später, Tobi. Viel Spaß und Erfolg noch. Ja, danke, Yuki, dass du dabei warst. Und ja, klar, wenn die Zeit auch gibt, dann nächstes Mal können wir das auf jeden Fall machen. Aber ihr müsst auch auf dem Server Shiva sein, weil es ist noch nicht so serverübergreifend. Leider. Aber es wäre auch schon sehr, sehr cool. Also, falls jemand irgendwie auf Shiva ist und hier das machen will. Ich frag mal Ray, der ist jetzt gerade da. Vielleicht will ja Ray in der Gruppe zusammen spielen und wir gehen dann zusammen rein. Irgendwie so Leute, die hier sind, hier irgendwie zusammen was machen oder so. Ja, dem. Ja, momentan ist es sowieso dieser Hype jetzt gerade auch, wegen den Sachen, die man ja daraus bekommt, ne? Mal gucken, wie das in den späteren Wochen noch so aussehen wird. Dann wird ja sowieso demnächst auch noch 3.6 angekündigt. Da geht das Hauptszenario weiter, also das Finale dann. Also von hier, von Heavensward. Werden wir mal sehen. Vielleicht, wenn wir den richtigen Proto-Ultima-Kampf dann noch erleben oder so. Das wäre ja schon ganz, ganz cool. Weil ich denke mal, dann haben die ja schon genügend Zeit gehabt, den richtigen Kampf zu machen. Und ja. Kommt vielleicht dann noch ein Mini-Patch vielleicht raus. Mal gucken, ob da jetzt noch ein 3.65 oder sowas rauskommt oder so, je nachdem, mal schauen, was sie sich dann auch gedacht haben oder 3.7. Bevor dann 4.0 kommt. Ja, hier kann man die Sachen ja eintauschen. Na gut. Es gibt immer irgendwie bessere Sachen, ne? Gibt ja immer bessere Sachen. Wenn man ja nur noch ein bisschen auf Stats geht, klar, da kann man ja ein bisschen so feinjustieren, wenn man möchte. Oh, guck mal. Notenrolle von Jewel. Diese Notenrolle kannst du benutzen, um das Lied Jewel in dein Orchestrion hinzuzufügen. Ah, okay. Jetzt haben wir Jewel. Okay, cool. Weiß nicht, ob der jetzt Gruppe machen möchte oder nicht. Ich hier noch mich mal ein bisschen um. Also das hier ist alles soweit noch geblieben, wie man hier sieht. Hier kann man noch die ganzen Messing eintauschen. Hier kriegst du bis zu 5er Materia raus.
Ja, hier. Assassine 5 und sowas. Hier kannst du auch schon sehr gut Materia farmen. Dann haben wir hier Material und Ausrüstung. Hier bekommt ihr jegliche Art von Mats. Für die ganzen Crafter halt, ne? Hier auch diese neuen. Da gibt es außerdem auch Luftpiratenkleidung, die man hier bekommen kann. Die kann man auch sogar färben. Ganzen Luftpiraten-Set hier. Kriegen wir dann noch so aus? Dann haben wir hier Handwerker. Hier kriegen wir die ganzen Handwerker und Sammler. Zeug, also an Materia, aber hier sind nur die Vierer maximal. Oh, jetzt Yuki ist da. Schreibt mal, ob wir irgendwie zusammen jetzt hier rein wollen oder so. Wird das hier nebenbei hier nochmal hier so zeigen. Hier haben wir auch diese, die wir auch ganz gut gebrauchen können. Zum Beispiel hier Superkräutertrank für die Sammler, wo wir dann wieder schnell SP bekommen. Aber hier bekommt man auch wieder auch sehr gute Crafter-Sachen, wie man hier sieht. Auch nicht gerade so schlecht. Auch hier diese Ramienstoff, Regenbogenstoff. Das sind schon echt gute Mats hier. Dafür braucht ihr aber dann diese Stahlpiraten. Das ist alles hier so für Crafter. Hier auch hier für Angler. Haben wir dann hier noch so. Haben wir hier Messing. Ah, hier Pegasus. Jetzt habt ihr dann eine weitere Chance, eben halt hier Pegasus so zu farmen. Und jetzt außerdem auch neu Begleiter zu Pegasus, also Pegasus Fohlen. Da braucht ihr eben halt 50 davon. Da gibt es auch hier wieder Kristalle, die könnt ihr dann auch holen. Und außerdem auch Polykristalle, das sind diese anderen Polykristalle. Hier haben wir die richtigen Scherben. Kristalle. Dann haben wir hier auch noch die richtigen Polykristalle. Also alles so schön für Crafter und so. Okay, das habe ich schon gezeigt. Was haben wir hier? Also sprich, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Man kannte ja ein paar Sachen, aber es wurden auch ein paar Sachen hinzugefügt. Zum Beispiel auch hier mit den Forscherkappe. Da haben wir, da brauchst du hier einen Kupfer-Expeditionsmarke. Und dann gibt es hier noch den Montisaurus. Den könnt ihr euch auch holen. Durch die Eisen-Expeditionsandenken. Ja. Also, da hat sich da so ein paar Sachen verändert. Sprich, Mats, und Gear und das alles, also da könnt ihr jetzt alles dort alles farmen. Also, ja, eigentlich recht cool. Na gut, dann will Ray wohl anscheinend nicht. Gehen wir auch selber rein. Wollen die Leute wohl doch nicht zusammenspielen? Na egal. Ich habe ja nachgefragt. Wenn die Leute nicht wollen, kann man nichts machen, ne? Mehr als fragen tue ich nicht. So. Also Teilnahme über die Planungspult in der Gesellschaft und Werkstatt. Krieger oder Magier ohne Rollenbeschränkung. Dann Teilnahme an Ishgarder Luftschiff-Landeplatz. Da ist die Zusammenstellung aus ein Verteidiger, zwei Heilern und fünf Angreifern. Heißt also, wenn ihr jetzt. Heißt also. Da könnt ihr dann selber eure Zusammenstellung machen zu den Rollen, wenn ihr über die Werkstatt geht. Heißt also Solo Tank, Solo Heal, 6 DDs. Ansonsten, wenn ihr hier Ishgarder Luftschiff gehen solltet, dann ein Tank, zwei Heiler, fünf Angreifer. Dann haben wir auch nur bei Anmeldung als voller Trupp, da müssen wir 8 Leute sein.
dann ist dort auch die Rollenverteilung frei. Heißt also, wenn wir jetzt 8 Leute sind und wir gehen in Ishgard Landeplatz, dann ist uns auch dort die Rollenverteilung auch frei. Ob wir jetzt Solo-Tank, Solo-Heal oder sowas reingehen. Indofikas ist eine Gegenstandsstufe von 100, 179. Und ja, dort bekommt man eben halt die entsprechenden Sachen. Also das wird jetzt nicht so schwer sein, Nofikas-Prüfung. Palunis-Prüfung ist schon deutlich schwieriger. Da kriegt ihr dann halt auch Schließkassetten. Und die könnt ihr dann alles bei den Schlüsselmeisterinnen abgeben. Da gibt es einmal Expeditionsmaulkorb. Expeditionsmaulkorb gibt dann dementsprechend die Aufgaben wie erfülle die auf der Karte angezeigten Aufgaben, um zur nächsten Etappe vorzuschreiten. Da gibt es hier erfülle den Bewertungsbalken zu 100%, indem du zum Face abschießen, um zur nächsten Etappe vorzuschreiten. Also wir müssen dadurch unsere Fortschritte sammeln. Da gibt es außerdem auch Expeditionsbaumhörnchen. Da kriegt ihr halt auch verschiedene Aufgaben. Da gibt es eine Notmission. Dort müsst ihr schnell zu diesem bestimmten Areal hingehen und die Gegner besiegen, um dort ja, coole Sachen zu bekommen. Und halt also solche Aufgaben, die solltet ihr schnell dann abschießen. Das sind diese Notmissionen, wenn das da angezeigt wird. Dann gibt es noch weitere Expeditionen. Also wir haben ja zum Beispiel auch noch eine neue Expedition. Wir hatten davor ja Maulkorb gehabt. Dann hatten wir jetzt Kristallklar. Jetzt. Das andere war, glaube ich, nicht das mit Baum. Das war was anderes. Also man kriegt hier verschiedene Expeditionsaufgaben. So. Weil sonst war das ja immer recht eintönig. Man hatte immer das eine und dasselbe gehabt bei den vorigen Diademen. Jetzt hast du hier in das neue Diadem neue Aufgaben, die du dann machen musst, je nach welcher Expedition hier angehört. Kriegt ihr jeweils immer gewisse Aufgaben. Die müsst ihr dann entsprechend auch durch Fates machen. Und dann kriegt ihr halt auch dementsprechend auch eine Wertung dafür. Fallen die ganzen Wertungen gut aus, etc., dann wird er dementsprechend auch irgendwann ja, durch das Wetter bemerkbar werden, durch die Hochspannung, dass sie wir eben halt dann so diesen Kristall hingehen können. Dann gegen diese Tigern da kämpfen werden, wie wir das ja vorhin des Livestreams gesehen haben, zum ersten Mal. Also man hat hier wieder eine grindlastigen Content, den man hier jetzt hier so machen kann. Mir jetzt auch so ein paar Sachen rauszuholen noch. Bin mal gespannt, was dementsprechend Proto Ultima, also der richtige Kampf für uns noch Belohnung da lassen würde. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr zum Beispiel des restlichen Sets noch kommen würde von den Proto Ultima. Weil ihr seht ja, ich habe ja hier die Rüstung. Die bekommt man ja dadurch, wenn man das in Dumpscape hier Proto Ultima besiegt hat und in Dumpscape abgeschlossen hast, kann man das ja hier holen. Oder man holt dann jemals 270er Schmuck. Also ich erhoffe schon, dass dann noch weitere Sachen zu den Set kommen wird, weil das Set sieht schon echt ziemlich gut aus. Also sprich das Gear und wäre schon cool, wenn du jetzt noch die anderen bekommen könntest. Damit das nicht so unvollständig aussieht, irgendwie. So, jetzt haben wir die nächste Aufgabe hier. Jetzt haben wir weiteren Feldgebiet hier. Oh. Okay. Wow. Das ist natürlich Mist. Das tut weh.
Ja, wir haben Schließkassetten, dann haben wir hier nochmal Schließkassetten. Und, achso, Beschädigte, ja. So, wieder da. Ja, WB und hallo Gamerino. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, Settomane, ich habe noch eine Menge Sachen noch hier erklärt, hier von Diadem noch so nebenbei, damit die Leute dann hinterher auf YouTube noch Bescheid wissen und das sich dann hinterher nachträglich nochmal anschauen können. Weil ich habe einfach gedacht, durch diesen neuen Content hier kann ich das ja so gesehen ja nochmal als Aufnahme nochmal auf YouTube hochladen, damit die Leute dann hinterher nochmal Bescheid wissen, was ich so gemacht habe. Damit ich auf jeden Fall eine Menge hier von Diadem zeigen kann. Falls die Leute jetzt hier nicht live dabei sind, dass sie das hinterher nochmal auf YouTube bei mir schauen können. Okay, wir müssen erstmal, denke ich mal, warten, weil das wird sowieso jetzt ein Vibe. Jetzt da reinzugehen und nochmal da zu kämpfen, ist jetzt ein bisschen krass. Ich denke mal, wir sollten erstmal wieder regroupen und dann nochmal versuchen. Statt jetzt nochmal zu sterben. So, guten Abend und wieder hocke ich in der Bahn und auf dem Weg nach Hause und ich habe dich gefunden. Ah, okay. Und hallo. Hallo Sternchen, alles gut? Wollte auf jeden Fall hier diesen Content hier zeigen und erklären, damit die Leute hinterher dann Bescheid wissen. Komm hinterher nochmal nachträglich auf YouTube. Weil ich dachte einfach, ich mache das jetzt während des Livestreams hier so eine Aufnahme und erkläre, zeige hier alles soweit, wie das so von Diadem aussieht, das Neue. Wir haben davor auch schon eine gewaltige Prüfung da gemacht, um ihm halt das Beste aus diesem Diadem hier rauszukriegen. Oh, auf jeden Fall echt cool. Also es hat sich schon hier eine Menge getan. Aber ihr steht hier, fährt immer wieder mit der Bahn. Aber schön, dass du ja auch da gelegentlich gerne mal vorbeischaust, auch so. Mein Handy aus. Finde ich auch immer cool, wie die Leute alle nochmal auf dem Handy Livestreams schauen. Manchmal hast du auch immer diese sehr, sehr coole Autokorrektur. Geht so, Schalz und FG geht nachher auch Diadem und ich kann nicht mit, heulen. Oh, schade. Das ist doof. Ich könnte selber ja auch nicht mit, weil das ja leider noch nicht serverübergreifend ist. Also drei Gruppen mit also drei volle Gruppen als Allianz da reinzugehen, geht ja. Habe ich ja schon gelesen gehabt. Das ist ja 24 Mann Premade geht mit der Gesellschaft oder es können auch Leute außerhalb der Gesellschaft sein. Es müssen eben halt nur Leute Leader sein, die Gesellschaft angehören. Da reinzugehen. Aber man kann eigentlich auch, wenn man will, kann man auch Premade als Gesellschaft reingehen. Das ist leider noch nicht wirklich serverübergreifend, heißt also bringt jetzt nicht, wenn dir Charles oder jemand anderes da irgendwie was aufmacht und wieder reinjoinen und dass wir da quasi dann zusammenspielen können oder so. Wird bestimmt demnächst irgendwann möglich sein. Was ich doof finde, ist, man geht mit einer Zufallsgruppe rein und nach 30 Minuten verlassen sie alle und man ist dann alleine. Ja, das stimmt schon. Hast deine Erfahrung auch schon gemacht, ne? Ich habe das auch schon gemacht. Also, die haben einfach nicht so da wirklich Bock gehabt und dann sind einfach abgehauen oder so. Hatte ich auch schon erlebt. Aber das ist halt diese Mentalität, die du hier in EU hast. Das ist einfach so. Die Leute haben einfach schnell wieder keinen Bock oder sonst irgendwie so. Das kennen wir ja schon. Und ja, dann hauen die einfach wieder ab oder so. Kannst du nicht wirklich viel machen mit denen. Also am meisten macht natürlich Sinn, wenn du wirklich so Leute gehst, Premade, wo man auch miteinander kommunizieren kann oder sowas. Dann ist es natürlich wesentlich besser, ne? Anstatt jetzt irgendwie total random oder so. Weil da nicht wirklich viel Kommunikation ist oder diese gewisse Art von Mentalität oder so. Oder Verständigung. Deswegen ist es eigentlich, wenn man richtig mit Premade reingeht, ein ganz anderes Gefühl, als statt irgendwie, ja, halt Zufall, ne?
Das ist nicht das Problem, ich bin noch nicht 60. Hä? Du bist noch nicht 60? Okay. Und ihr Level ist auch niedrig. Also, beim Diadem musst du hier 179 sein, bei Nofikas Prüfung, also das Normale. Das ist das Normale, das mit 179. Und dann gibt es dann nochmal Halones, also das Schwierige hier, was ich jetzt hier mache. Also Halone ist das Schwierigere. Da musst du ein Item-Level von 220 haben. Also es geht eigentlich vom Item-Level her. Außerdem bekommst du hier dann auch zwei 265er Sachen. Also an Gear, also an Ausrüstung und Schmuck kriegst du hier 265er Sachen. Und dann bekommst du hier auch noch eine 280er Waffe. Aber die bekommst du nur durch diesen Kristallprüfung hier, wenn du das abgeschlossen hast, durch diesen Sack, musst du dementsprechend Glück haben. Aber dieser Loot-Prozent ist noch nicht so hoch. Also nicht jeder kann einfach sagen, ja, jetzt habe ich kriege ich hundertprozentig eine 280er Waffe, sondern diese Drop-Chance ist nicht so hoch bei einer 280er Waffe. Wenn man das abgeschlossen hat, dann zusammen, ne? Also diese 24er Prüfung muss man abgeschlossen haben. In diesem Kristall hier. Sich hier. Ach, da oben, ne? Ich habe 134, ja, da hast du auch noch eine Menge zu tun, ne? Wow. Ach so. Meinst du, über Phoenix hast du. Ah, ja, gut, ja, das würde Sinn machen, weil Phoenix hast du jetzt noch nicht so einen hohen Item-Level als hier jetzt auf Shiva, ne? Ja, gut, das würde Sinn machen, dann kannst du ja gar nicht da mitspielen so richtig. Ja, okay, das erklärt alles, Sternchen. Ich glaube auch durch Notmissionen, also wird es beim ersten Mal geschafft hatte, meinte er hätte eine. Ach, auch durch Notmissionen, okay. Okay, was das mit Notmissionen, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich habe das jetzt nur erlebt gehabt, wo jemand das gepostet hatte durch diese Abschlussprüfung da. In diesem Kristall da drin. In ja, Kronjuwel. Aber wenn du sagst, dass man das auch durch Notmission bekommen könnte, okay. War jetzt selber noch nicht in einer Notmission drin, also deswegen konnte ich das jetzt noch keine These daraus rauskriegen. Man das auch durch Notmission bekommen kann. Weil ich will natürlich jetzt nichts irgendwie was erzählen, was ich noch nicht jetzt hier getestet habe. Aber wenn es durch Notmission auch möglich wäre, okay, das. Aber es kommt ja auch natürlich darauf an. Wieder für Loot, ne? Also Lootglück. Wenn man das auch wirklich durch eine Notmission noch rauskriegt. Aber durch Notmission musst du bestimmt gegen einen Sternevieh bestimmt kämpfen, oder? Eine Shiva 260 und steigend. Ah, okay. Sei froh, Notmissionen sind so scheiße, der Boss ist so mega hart und nervig. Oh. Ja, das würde mich mal auch mal interessieren, so eine Notmission. Würde ich auch mal gerne erleben. Das sind Juwel schon ziemlich nice. Da muss man ja auch gewisse Mechaniken beachten. Aber ich bin mal echt gespannt, wie eine Notmission aussehen würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er recht hart sein wird. Weil wenn man da schon gutes Zeug von ihm bekommen würde, dann ja, würde das halt Sinn machen, ne? So, jetzt haben wir unser zweites Ziel erreicht. Jetzt müssen wir Ressourcen beim Piloten der Bounty abliefern. Bounty? Bounty. Okay.
So, meine Lieben, ich steige jetzt aus und hoppel nach Hause. Alles klar, Sternchen. Sonst bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Da-da. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt ja noch so eine Notmission oder sowas. Ach, warte, da hat jemand was gepostet. Ach, wir sollen jetzt das da abliefern, ne? Das ist die Bounty hier, oder? Ah ja, die Bounty. Bounty, lecker. Dann wird gelevelt, was das Zeug hält. Ja, okay. Da ist ja schon noch eine Menge zu tun, Sternchen. Bis zur Tür höre ich noch zu. Ah, okay. So, wir haben jetzt Expedition Kristallklar abgeschlossen und bekommen jetzt hier so ein Säckchen. Vergiss nicht, deine Belohnung entgegenzunehmen. Du hast sie dir rechtlich verdient. Sie ist auf der Karte eingezeichnet. Du kannst das gesamte Diadem innerhalb der verbleibenden Zeit auf eigene Faust weitererkunden. Benutze die Ätherfrisur. Fissuren, um auf die andere Seite des Sturmäthergürtels zu kommen. Es ist nun möglich, zu einer Sammlerklasse zu wechseln. Also jetzt habt ihr die Möglichkeit, jetzt eure Sammlerklasse zu wechseln, wenn ihr eure Expedition hier abgeschlossen habt. Außerdem, um den Inhalt von Z-Auflauf zu verlassen, wähle in ihr einfach abbrechen und dann könnt ihr wieder rausgehen und dann kommt ihr wieder zurück. Heißt also, wir können jetzt hier ab da jetzt entscheiden. Also das finde ich auf jeden Fall auch sehr gut gelöst. Wir haben jetzt diese kämpferischen Sachen erledigt. Also man kann jetzt auch weitermachen. Also sprich in der unteren gehen und dort stärkere Viecher bekämpfen etc. und auch die Chance haben, eine Notmission zu bekommen und alles. Und weiter zu versuchen, um eben halt in diesen Kristall zu kommen oder sowas. Falls man noch weitermachen möchte. In der Zeit, wenn die Expedition abgeschlossen ist, können die Leute halt dann rausgehen, wenn die sagen, ja gut. Ich habe jetzt ja keine Lust mehr, weiter was zu machen, oder ich will jetzt wieder eine neue Expedition machen. Aber jetzt kann man hier Sammler auch noch wechseln und ja, währenddessen jetzt auch weitermachen. Hier auf der Karte sieht man jetzt so ein Säckchen, da muss man seine Belohnung abholen. Und dann bekommt man dementsprechend auch die Sachen dafür so. Also hier wieder Schließkassetten. Die Beschädigten sind ja, wo ihr die Mehrzahl davon braucht, um eins zu bekommen, und hier bekommt ihr mal je eins von Schießkassette euer Loot halt. Okay. Jetzt kann man einfach sagen, wir können jetzt hier weitermachen. Oder die Leute gehen einfach, je nachdem. Gucken wir einfach mal, die Leute sich jetzt so entscheiden. Ja, und so ein Säckchen, was ihr gerade gesehen habt, bekommt man hier auch durch die Kronjuwelen und ich denke auch durch die Notmission. Na, mal schauen. Also hier ist doch schon mal das Portal, ne? So, da gibt es auch noch eine Big Boss Fate. Da haben wir so eine Big Boss Fate. Ja, mal. Ah, okay. Was nennen die das so? Big Boss Fate. Einfach mal anschauen, einfach alles mal mitnehmen hier. Ich hoffe, da kommt vielleicht auch noch mal eine Notmission oder sowas. Würde ich mir auch gerne mal anschauen. Okay. Diese welche Scherben, die müssen wir einsammeln. Also eine Sammelfate halt wieder, ne? Besiegen, sammeln, abgeben.
Okay. Dann bin ich jetzt als nächstes dahin. Ah, da können wir jetzt hier diese Ether-Visor. Und dann gehen wir wieder darunter. Aber anders kommen wir ja nicht da unten. Und wenn wir jetzt hier drinnen sind, können wir jetzt somit auch nicht mehr fliegen. Heißt also, hier müssen wir echt gut aufpassen. Gehen wir einfach mal den Tank hier nochmal aggro nebenbei. Also das mit Slowey war auch mega leicht zu erklären, weil ich fand jetzt Slowey jetzt auch nicht so schwer. Also ich bin jetzt nicht wirklich ein krasser Sammler oder Crafter. Ich kenne mich wesentlich mehr mit so Sammlerzeug aus so ein bisschen, weil ich mich da eher beschäftige als Craften. Craften tue ich eigentlich nur so, ja, wenn ich mir jetzt irgendwie selber Bufffood herstellen will oder sonst irgendwie so. Oder wenn ich irgendwelche Sachen verwerte etc. Aber ich bin jetzt nicht so wie ein Childs vergleichbarweise, ne? Der sich da so da mega dahin hängt. Also ich bin aber auch eher so ein Medical-Spieler, der eher so auf Extreme-Sachen geht oder auch nebenbei Raid-Sachen macht. Die er ja nicht macht. Deswegen unterscheiden sich ja auch die Spieler alle. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant gemacht mit Slowey. Also für die Leute besonders, die da jetzt nicht so viel in Berührung kam mit den mit diesem Endcontent. Aber da war schon recht easy zu erklären mit Slowey. Also das war jetzt nicht so kompliziert, aber ich wollte das auf jeden Fall dennoch mal gezeigt haben, wie das so ein bisschen so funktioniert mit Slowey. Auch dieses Beziehungszeug fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, dass man da irgendwie nebenbei noch so kleine Nebenstories erfährt und sowas. Als man da auch noch sowas drauf steht. Nebenbei kann man da ja auch noch Vergütung bekommen. Es ist auch so wieder ein netter Inhalt, das man auch machen kann. Besonders für Leute, die jetzt nicht so viel in Berührung haben mit diesem Endcontent als Crafter oder Sammler so. Aber diesmal haben wir wieder Glück gehabt. Gestern habe ich ja zwei Reihen geschafft bei Chloe. Habe ich mal wieder mal Glück gehabt. Bei dreien hätte mir wieder ein Sticker gefehlt bei dem richtigen Platz. Das ist halt immer echt dieses Trolling bei Chloe. Aber ich war dennoch froh, dass ich überhaupt mindestens zwei oder so. Wow. Das sah aber echt komisch aus gerade. So, jetzt haben wir so eine Mirakelschnecke. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Kann man was ak Ah, okay. Ach, da kann man sich unsichtbar machen. Oder wie? Hä? Hat kein Äther mehr. Ah, okay. Also es können sich nicht alle unsichtbar machen. Ist ja mal lustig. Oh, Mist. Da haben sich hier welche unsichtbar gemacht, ne? Hier, die haben hier jetzt zum Beispiel Robben. Das sind so Fünferviecher. So. Fischer sterben. Ja, 3 Minuten, wenn wir das so wirklich jetzt auch so schnell hinbekommen. Aber jetzt haben wir hier so meinen Fünfer-Sterner gefunden. Da sind drei Dreier. Hier haben wir einen Fünfer. Hinten haben wir einen Vierer.
Also der kann auf jeden Fall was Gutes droppen, wenn wir den erledigen. Halten sich auch mal irgendwelche Leute auf. Also man sieht ja hier diese Dunklen hier, das ist ja eher hier die diese Unterschicht. Haben die ja auch ganz neu gemacht. Hier haben wir die obere Seite von Diadem. Oh. Sollen wir den jetzt töten? Okay, ich denke mal schon. Okay. Haben wir noch die Terrormilbe auch noch mit dazu. Muss mal schnell die Aggro übertragen hier. Ah, ich will nicht. Boah, ich krieg da richtig Schellen, ne? Okay, kommen wir auf das Viech hier einstellen. Mach mal LB, ich hoffe das funktioniert. Boah. Da ist leider echt zu viel Zeit drauf gegangen. Verdammt. Hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätten wir den auch noch schaffen können. Mit 3 Minuten, das wäre echt knapp gewesen. Diese eine Terrormilbe oder so, die hat eigentlich auch ziemlich genervt. Richtig das Scheißviech schon die ganze Zeit immer herum hier. Weil die da nicht vernünftig meine Trick Attack machen. Weil die immer jedes Mal dieses Target sich immer drehen muss. So. Ja, einmal Loot bekommen. Beschädigte Schießkassette. Können wir quasi wieder nach oben gehen, ne? Es gibt so Leute, die noch drinnen bleiben und hier noch so weitermachen. Ah, eine 5er Fade, also ja, mal gucken. Okay, da ist einer rausgegangen.
Ich habe bis jetzt immer volle 60 Minuten gemacht. Ah, okay. Ja, wenn er sich noch was ergibt, weißt du, so, dann kann man das auf jeden Fall durchziehen, klar. Also, das steht ja jeden frei, ne? Aber wenn die Leute sagen, okay, wir machen noch weiter, dann kann man das auf jeden Fall machen. Kommt immer darauf an, ob sich das auch hinterher noch so wirklich lohnt mit den Leuten, ne? Ob das jetzt. Dass sie jetzt zu wenig sind oder sonst irgendwie so, dann macht da auch nicht mehr so viel Sinn. Außer man will jetzt irgendwo noch alleine sammeln gehen oder sowas halt, ne? Ja, denke ich mal, gibt es auch bestimmt Leute, die werden hinterher noch sammeln oder sowas. Ja gut, der Tank ist auch rausgegangen. Haben wir jetzt die nächste Prüfung geschafft? Achso, hey Dominik, grüß dich. Hey, wie geht's dir? Gut, und dir? Beim letzten Mal kam bei 20 Minuten eine Notmission und ich allein ohne Tank und Heiler und Team. Okay, das ist stumpf. Ja, also da muss er echt auch Glück haben, dass er irgendwo da erscheint, ne? Diese Notmission da. Gibt es bestimmt auch Bedingungen, die man erfüllen muss, vielleicht dann, ne? Könnte ja auch sein. Frag mal Tesco, ob der mit will. Oh, sorry. Ich frage ihn mal, ob er mit will. Also, wer hier auf Shiva ist und gerne auch mit will, der kann sich ja melden, dann kann man hier reingehen. Ihr müsst aber Item Level 220 haben für Halonis, also diese schwierigere. Braucht ihr schon mehr, ne? Und hier, für unvollständige Gruppen gilt automatisch nur Gear. Heißt also, wenn man als Pre-Made reingeht, kann man auf Bedarfen gehen oder sowas, ne? Und für Leute, die, also unvollständige Gruppen, gilt dieser Prinzip, nur Gear. Joa, alles gut soweit, das ist schön. Dominik, nur ist halt scheiße, bei einer Notmission alleine zu stehen, ohne ein Team. Glaub mir, du wirst es sehen, wenn du in einer bist. Ja, klar, also, man soll da schon echt als Team reingehen und nicht irgendwie alleine da so. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Sollte man schon irgendwie Team machen. Ist besser. Also, besonders wenn es eine Notmission ist und man bekommt da was Besseres raus. Sollte man schon als Team das machen. Einer meldet sich. Soll ich schon wieder gleich wieder alleine reingehen? Ah, okay, der hat schon einer in seiner Gruppe. Der kann er ja einladen, dann sind wir ja schon mal drei Leute oder so. Ich kann gern mit. Bist du auch auf Shiva, Gamerino? Wenn du auf Shiva bist, können wir dann zusammen spielen. Dann müsste ich dich auch in der Freundesliste haben, oder? Weil dann sage ich Tesco kurz Bescheid, dass er mir ein Lied geben kann. Dann kann ich dich ja einladen.
Weil leider ist es noch nicht serverübergreifend. Soll aber noch kommen, auch mit Palastatolen und sowas. Nee, ich stehe nur neben dir. Ach so, okay, alles klar, Gamerino. Ich schreibe mal kurz Tesco an. Schreibe ich mal kurz an. Wenn mir kurz ein Lied gibt, dass ich dich einladen kann. Achso, du bist das Game Arena. Okay, alles klar, jetzt kann ich dich auseinanderhalten. Ist halt ein bisschen schwierig, wenn die Leute in Twitch weiße andere Namen haben und sowas. Ein bisschen. So, jetzt habe ich Lied, jetzt kann ich dich einladen. Dann gebe ich ihnen den Lied wieder zurück, den Tesco. Yay. Ja, manchmal ist das so mit Twitch und dann hier noch den Ingame-Namen und so. Ja. Ja gut, ist bei mir jetzt auch nicht viel anders, ne? Also ich heiße hier Tobi Kusama und sonst kennt man mich eigentlich als Giga-Tobi. Aber ja, ich wollte das jetzt nicht alles gleich machen irgendwie, weil viele andere machen das ja auch nicht so. So, da sind wir schon mal 5 Leute, das ist schon mal ganz cool. Also würde sich noch jemand melden, kann er noch mitmachen in der Zeit. Es wird noch gefragt, ob noch jemand mitkommt. Wer noch so Lust und Zeit hat. Geil ist es ja irgendwann, wenn wir wirklich superübergreifend Freundesliste haben und Kontaktkreis und das alles. Das wäre auf jeden Fall echt fett irgendwann. Das wäre schon echt cool. Auch superübergreifend Gilde. Aber da kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen mit superübergreifende Gilde, so wie das so also wie das so wird. Aber superübergreifend Freundesliste, und das sieht man auch, wenn man auf welchen Server ist und sowas halt, ne? Damit du die Leute auseinanderhalten kannst von Shiva, Kerberos, Phoenix, Odin, Ragnarok und immer so weiter. Wäre auch schon echt cool. Also ich habe überall dieselben Namen. Ah, okay. Ja, manche haben eben halt auch andere Namen. Ja, mir ist es halt auch zu blöde so. Okay. So, dann können wir ja starten. Bisschen tanzen.
Während wir warten, tanzen wir noch ein bisschen. Ah, guck mal. Sehr schön. Aloha. So, eine weitere Runde Diadem. Mal gucken, was wir diesmal für eine Expedition haben. Ah, jetzt haben wir wieder Expedition Maulkorb. Okay. Tanze Samba die ganze Nacht. Ja, so, so ein bisschen halt, ne? Aber das ist schon sehr, sehr cool gemacht, dieser Diva-Tanz. Weil damit konnte man echt lustige Videos auch machen. Das habe ich entsprechend auch gemacht. Weil sehr viele aus der Community haben das auch gemacht. Und ich dachte einfach, ey Mensch, ich würde es ja auch machen. Weil es ja auch recht cool ist, sowas, ne? So ein Tanz-Emote. Und sehr cool. Hey Yuki Puki, grüß dich. Alles fit? So. Gehen wir alle dorthin. Haben wir unser Zielort. In der Nähe haben wir auch den Eta-Fissur. Da auch. Um nach da nach unten zu kommen. Ja, hier müssen wir wieder verschiedene Aufgaben lösen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt Ronkokotokus. Auch echt ein geiler Name. Oder. Ah, man kann auch in Höhlen reingehen. Die hat dann auch so eine Eta-Fissur. Okay. Ich auch zum ersten Mal. Auch so eine Höhle reingehen. Ja, gute Laune wegen der ganzen Mimimi, wegen Diadem. Ah, ja. Mein Gott. Ich meine, es ist sowieso die Zeit jetzt vorbei mit Raidern und sowas. Und ich meine, Phoenix hat einfach viel mehr was von Casuals, aber ich sag mal so, irgendwann ist auch die Zeit erstmal vorbei mit den Raidern und dann geht das ab 4.0, wenn irgendwann ja halt auch dementsprechend irgendwann auch der neue Raid kommt und sowas, dann ist ja wieder Zeit für die, weißt du? Das ist sowieso jetzt ein bisschen Kinderkacke da, was da veranstaltet wird. Wegen sowas. Ich denke mal, wer jeder, der gesunden Menschenverstand hat, weiß auch, warum Square Enix das jetzt machen musste. Oder machen. Weil es wird sowieso eh nichts jetzt Großartiges kommen, was jetzt eh für Raider war optimal. Also, was ist, weißt du? Deswegen will ich auch darüber auch nicht mehr weiter diskutieren, weil es einfach nur Kinderkacke ist. Weil ich meine, es geht doch sowieso irgendwann wieder mit denen wieder richtig los und so. Dann haben die wieder was zu tun und dann ist auch alles wieder wunderbar, weißt du? Jetzt da müsste denen da schon vornherein klar sein, dass das Spiel einfach mehr für also Casual Content ist und sowas alles und nicht hier irgendwie nur Raid, nur Raid. Weil sonst wurde ja auch nur meistens nur Fokus auf die gelegt, also sprich mit Content, dass sie da was zu tun haben. Deswegen sollen die auch alle mal ihre Füße stillhalten und mal nicht über alles rummosern, nur weil da jetzt einfach da jetzt mehr sowas gemacht wird. Müssen sich ja nicht wundern. Ich meine, wenn er wieder Omega ist oder so, dann ist auch wieder ihre Zeit gekommen. Weißt du, was ich meine, Yuki Puki? Das ist sowieso immer alles Kinderkacke irgendwie hier. Ganz genau, hatte ja Scheiß auch gesagt. Ja. Also ich teile genauso seine Meinung. Ich teile das genauso. Ich kann es auch verstehen.
Es hat mehrere so alles so seine Gründe halt, ne? Das hat er auch alles auch gesagt und gut ist, weißt du. Ich finde, da muss man halt auch nicht mehr sagen. Ich finde es auch gut, dass der das auch so sieht, weißt du. Also, wenn man erwachsen genug ist und das auch so weiß und auch versteht, wie MMOs so ticken, wie MMOs sich unterscheiden und auch von den Contents her und sowas und auch von den Spielern, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, wenn solche Leute jetzt schon jahrelang irgendwie ein MMO spielen, müssen sie das doch irgendwann auch wissen und sagen, ja gut, das kennt man so halt und sowas, aber es gibt wirklich so Leute davon, so die verstehen nicht, wie ein MMO halt tickt, ne? Das ist einfach so. Aber ich finde das gut. Also er hat gesagt, so die Punkte, die auch zutreffen und gut ist, weißt du. Da muss man nicht wirklich so viel heiß rumdiskutieren und sonst irgendwas da so. Außer man will das ja nicht anders verstehen, ne? Da kann man die Leute auch nicht helfen, ist leider so. Also. Entweder man akzeptiert es so wie ein MMO ist oder man lässt es. Weil schließlich ist es ja sein eigenes Geld, weißt du, was man dafür ausgibt. Und seien wir mal ehrlich, das meiste, was Square Enix verdient, ist wirklich auch an Casuals. Ja, soll die Raider nicht zu kurz kommen, kriegen ihren Content, dies, das. Aber irgendwann ist auch immer ihre Zeit vorbei, weißt du, und warum soll er eben halt nicht jetzt so ein Content für die Casuals kommen, ne? Das ist einfach so. Und da finde ich das auf jeden Fall sehr gut zutreffend mit Charles, auch selber, dass er das halt auch so mal gesagt hat zu der Community. Aber ich finde das immer so lieblos von den Leuten, die dann hinterher sagen, ja, dann höre ich auf mit Final Fantasy 14, dies, das, ist alles so blöd, das ist alles nicht nach meinen Vorstellungen, bla bla, und dann, ja. Also dann sollen die Leute echt aufhören, wenn die da echt so lieblos das so sehen, das Spiel und sowas, dann sollten die das echt klar sein lassen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn die Leute da über das Spiel die ganze Zeit meckern und aber dann auch für das Spiel da was ausgeben und sowas. Und ja, dann sollen das einfach hinterher sein lassen und gut ist, weißt du, kann man denen halt auch nicht helfen, den Leuten. Dann sollen sie sich halt woanders auskotzen, wenn da wieder irgendwie was ist, was ihnen wieder nicht passt oder sonst irgendwie was, ne? Da muss man einfach auch zu Square Enix halten und sagen, ne? Kannst du nicht immer nur gegen so verbal gegen Square Enix da gehen und so. Ja, das ist echt so. Also es ist manchmal echt traurig, was die Leute so von sich geben, weißt du. Also sprich, was Square Enix so an Content gibt und sowas, immer nur am Rumheulen, dies, das, passt alles wieder nicht und ne? Sollen die Pokémon spielen? Ja, mal ernsthaft, ey. Immer diese Kinderkacke hier immer alles. Das verstehe ich echt nicht. Weißt du, aber wenn ich schon Leute höre, so, ja, ich kündige mein Abo denn und blablabla und, ne, Stormblood, dann wird dann storniert und, ach, hör auf. Ja. Dann denke ich mir so, ja, dann werdet doch woanders glücklich oder so, weißt du. Dann tut wenigstens den Gefallen der Community und dann lasst es mit Final Fantasy 14. Ich meine, über sowas da wieder rumzumosern und dies, das. Seien wir mal ehrlich, Square Enix verdient einfach den größten Teil durch Final Fantasy 14, durch den Casual und alles. Und sollen die da eben halt nicht mehr bieten, ne? Warum sollen die das denn nicht machen? Ist einfach so. Durch Raider verdienen die halt nicht wirklich viel. Das ist ehrlich so.
Durch Raider verdienen die nicht wirklich viel. Da muss er auch mal gehen, ne? Er will denen natürlich was bieten, aber irgendwann ist er halt auch ihre Zeit vorbei. Und das eben halt, ne? Casuals, das ist doch voll klar. Das ist. Aber ich finde das auch gut, also Scheiß hat es ja auch diese Ansicht gehabt, so dass es halt auch wirklich zutrifft, so, ne? Weil wenn man das so überlegt, ist es ja auch so, ne? Ist einfach so. Aber die ganze Zeit immer gegen Square Enix aufzulehnen, das weiß ich nicht. Muss nicht sein, wirklich. Ne? Ich finde das auch gut, dass Scheiß da auch zu Square Enix hält und so. Man stellt sich immer irgendwelche fragwürdigen Sachen bei Square Enix, klar, ne? Es gibt auch ein paar so Dinge, da wo immer Yoshida sich auch jedes Mal entschuldigt, ne? Weil selbst das mit Omega haben die nicht so schnell hinbekommen, dann natürlich auch wegen dem Bug, wo die das halt auch nicht schnell herstellen konnten und sowas, weil die so viel zu tun haben mit Stormblood. Da muss man das auch mal verstehen. Das ist auch mal ein Team, die wirklich daran setzen und da alles da das entwickeln und so. Und Dann machen welche Leute aus der Community auch so dermaßen Druck und verstehen das nicht, dass kurz davor noch ein Add-on vorbesteht. Dass sie da wirklich dann die meiste Zeit darin investieren. Ist einfach so. Da können die jetzt nicht einfach sagen, ah, jetzt müssen wir da auch noch alles voll kloppen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es würde Sinn machen, wenn die da mehr Zeit in Stormblood investieren und hinterher uns da auch wieder ganz viele neue Sachen bieten und sowas. Muss man auch verstehen, dass jetzt die momentanen Contents, die daraus kommen, jetzt auch nicht so verbal sind, wie die man jetzt kannte, so, ne? Oder dass es halt immer alles so hundertprozentig funktioniert. Muss man ja auch mal so sehen. Die arbeiten ja auch schon auf Hochtouren, das alles da noch fertig zu bekommen und das alles, ne? Und ich finde das schon echt respektvoll, wenn er auch immer selber ein Producer sich selber auch entschuldigt und sonst irgendwie sowas, weißt du? Ah, hier. Kenne auch viele, die ihr Abo jetzt kündigt haben und bis Stormblood warten. Ja, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich storniere wieder Stormblood. Habe ich auch schon mitbekommen. Aber natürlich gibt es auch so welche Leute, die sagen jetzt, ah, ich kündige mein Abo und komme jetzt bei Stormblood wieder. Da gibt es natürlich auch wieder Leute. Aber sollen die doch alle selber wissen, wie die das machen. Das ist ja schließlich ja ihr Geld. Schließlich ihr Geld und ihre Zeit, was sie da investieren wollen und gut ist, ne? Dann sollen die das halt so machen. Am Wochenende ist ja noch dieses Packs, ne? Ich glaube, da wird ja auf jeden Fall auch noch was kommen von Yoshida. Da kommt ja auch bestimmt wieder Brief des Produzenten bei der PAX East. Soll ja am Wochenende ja losgehen. Mal gucken, was dann noch so für Infos rauskommen werden. Ich denke mal wieder Stormblood, aber ich denke auch vielleicht für 3.6.
Oh, wir haben schon 41%. Meine erste Klasse, das war der Monk. Weil der Ninja noch nicht draußen war. Ich habe in den Zeiten von Final Fantasy XI auch Ninja gemaint und hatte den Second Samurai gehabt. Werde ich glaube ich auch bei Starblade auch wieder so machen. Also ich werde weiter Ninja Main bleiben. Ich werde dennoch den Samurai auch als Second spielen. Weil der Ninja war noch gar nicht draußen. Deswegen musste ich mich sonst für den Monk entscheiden. Was war deine erste Klasse, Tiberium? Hallo, Ashura. Hey, grüß dich, Ashura. Hallo, spiele zurzeit sehr wenig, aber mit viel Spaß wie ist der Patch. Also der Patch, da kam ja zu gesehen jetzt das Diadem hauptsächlich raus. Da kann man jetzt hier neue Sachen machen, sprich, hat man jetzt hier verschiedene Expeditionen, dann hat man jetzt hier alles so welche Fates, wo man Sachen abschließen muss. Und dann muss man eben halt ja hier auch Bewertungen machen. Hast du hier prozentual von 0% bis 100%. Hast du hier so verschiedene Aufgaben, die du machen musst. Hinterher, wenn du die Expedition abgeschlossen hast mit den drei Fortschritten, dann kannst du hinterher noch sammeln gehen und ja, kannst dann so gesehen noch ein paar Sachen machen, wie die Notmission, wo du so einen richtigen schweren Boss besiegen musst, der sich irgendwo aufhält, wie so ein Bossfight kann man sagen. Ein richtiger Big Boss kann man sagen und dann kann man da auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Sachen bekommen. Dann gibt es hier noch dieses mit diesem Kronjuwel, hier diesen Kristall. Da kann man dann später auch rein. Dann öffnet sich da so ein Portal und dann können alle 24 Leute da reingehen und dann gegen drei Tigerbestien kämpfen und dann gegen einen großen Tiger, so einen Feuertiger. Wenn man den besiegt hat, bekommt man da so einen Sack und den muss man anklicken und dann bekommt man da sein Loot raus. Hier kannst du an Sachen bekommen an 265er. Die kannst du dann auch eintauschen, wenn du willst. Ansonsten kannst du dir auch Equipment geben, also als Equipment geben für deine Second-Klassen oder so. Hier kannst du auch ein bisschen so nach Sets gehen, wenn du ein bisschen Feintuning machen willst, nur nebenbei. Weil ich bin ja fast best in Slot-Ninja. Also ich brauche noch Alex-Ohrringe und Alex-Schuhe. Und dann habe ich soweit alles so meistens alles auf Crit und sowas halt, ne? Bin ihn dann auch, denke ich mal, fast 1-3. So denn, wenn ich jetzt das noch zusammenrechnen würde. Also da fehlt nicht mehr viel. Also das ist halt dieses Feintuning noch nebenbei, ne? Ich habe mir auch schon die 980er Waffe angeschaut. Die hat auf jeden Fall richtig Hammer Werte. Also die macht dann zweimal mehr Attacke wert. Und außerdem hast du dann über 200 Hauptstat. Also sprich, jetzt für meinen Fall Geschick. Das ist schon echt nicht wenig.
Meine erste Klasse ist Weißmagier, bin ja noch dabei. Ach, du bist Level 56. Wie gefällt dir so der Weißmagier? Also jetzt auch vom Heaven Sword so, weil du ja so gesehen neue Skills hattest. Also ich habe auch alle Klassen auf 60 gemacht, um da auch Eindrücke von den Klassen zu bekommen. Ich habe mir halt auch diese kleinen Nebenstories interessiert, aber auch ja auch die Fähigkeiten, das alles, ne? Also es hat mich echt mega interessiert, deswegen habe ich da auch alles so hochgezogen. Und ich werde das in Stormblood auch weitermachen. Also ich werde im Stormblood erstmal die Ninja auf 60 ziehen. Ein paar End-Content-Sachen machen und dann nebenbei noch den Samurai auf 70 ziehen. Von 50 auf 70 und dann kommen alle anderen Klassen auch noch. Ich denke mal, nach den Samurai kommt dann auch noch der Rotmagier und dann kommen die anderen Klassen alle nach und nach. Also wieder eine Menge zu tun dann. Also es gab auch viele Leute, die haben hinterher irgendwann ihre Main-Klasse gewechselt. Weil da bei Stormblood, Quatsch, bei Heavensward eine Menge Änderungen kamen. Also sprich auch durch die neuen Skills und das alles. Ich bin mal gespannt, wie das dann eben halt bei Stormblood wird. So, jetzt haben wir unsere Expedition abgeschlossen und können jetzt so gesehen unser Loot hier abholen. Das ist dann dieser dicke Sack hier. Dann kriegt man entsprechend seine Sachen dafür. Richtig gute Sachen bekommst du denn zum Beispiel, wenn du hier fehlendes Juwel gemacht wird, diese Prüfung da drinne und durch die Notmission. Da kriegt man schon echt gutes Zeug denn. Schön, mache danach wohl Beschwörer weiter, weil ich den auf 17 habe. Ah, okay. Also eher so der gerne Magierklassen spielt. So. Gucken wir mal, hier haben wir jetzt auch eine Bossfight, hat jemand gepostet. Das ist dann hier, okay. Ein Brachiosaurus. Und wenn ich das irgendwann geschafft habe, wohl Ninja. Ah, okay. Eine Ninja ist auch eine sehr interessante Klasse. Die fand ich schon bei Final Fantasy 11 ziemlich nice. Und ja, der gefällt mir hier bei Final Fantasy 14 auch sehr. Also ich werde auch weiterhin mein Ninja bleiben, weil, weiß nicht. Ich habe da einfach viel mehr Berührung gehabt, auch mit Final Fantasy 11. Hatte ja nebenbei auch noch den Samurai mal oft gespielt gehabt, neben den Ninja, wenn ich jetzt da. Oh, wow! wenn ich jetzt mal Ninja nicht gespielt habe, habe ich auch mal den Samurai. Dann kann ich dir Tomatolk noch empfehlen, weil er mit Level 26 wichtig Skill hat. Ja, du meinst Spontanität dann, ne? Ja, Spontanität sollte man auf jeden Fall haben. Ist echt guter Skill auf jeden Fall. Der rettet natürlich auch in vielen Situationen Spontanität, auch so allgemein. Nicht durch das Wiederbeleben, sondern auch viele andere Sachen. Das ist schon echt ziemlich praktisch, Spontanität. Wow. Okay, das ist echt brutal, ne? Der castet Meteor wie Behemoth. Wow. Holy moly. Also, wie mega groß das Vieh auch ist, ne? Erinnert mich an Final Fantasy 15 da. Da gab es ja auch so welche langhalsige Riesen. Die waren auch nicht ohne. Wow, was für ein Monster.
Weil das Ding hier. Wow! War das nicht gerade Gravitgau oder was? Sah richtig Hammer aus. Lol, das sah irgendwie ein bisschen so Gravitgau-mäßig aus. Gott, jetzt kommt nochmal ein Meteor. Oh, holy shit, ey, die Leute müssen jedes Mal hochheilen, wenn dieses Meteor kommt. So irgendwie dieses von Behemoth. Weil ich fand das früher schon richtig geil in Emery Bomb, wo man gegen die Behemoth kämpfen musste. Alter, wie oft der Meteor gekastet hat. Oder den westlichen Coertas. Konnte man ja gegen den König Behemoth bekämpfen. Ganze Meteor-Kram, das war echt übelst brutal. Und hier jetzt gerade auch von diesem langhalsigen Viech hier. Wow. Der war echt schon nicht schlecht. Und man kriegt sogar hier einen Begleiter, ein Baby Brachiosaurus. Ist ja geil. Man kriegt sogar hier einen Begleiter. Okay. Das ist ja mal nett. Ja, GZ auf jeden Fall. Xenia Ferrin hat Baby Brachiosaurus Begleiter bekommen. Nice. Wie wurde irgendjemand zufällig aus der Gruppe bestimmt oder so? Da hat eine gewisse Drop-Chance. Fast vergessen. Danke, Yuki. Ah, okay. Yuki, spielst du auf Shiva? Ja, Yuki ist auch auf Shiva. Heißt dein Charakter auch so? Weil ich bin schon... Jeder hat schon mal Yuki Puki gesehen, ja. Ja, sie treibt sich ja meiste Zeit in Limsa rum. Obwohl auch Limsa echt schön ist, also bin ja auch schon seit dem Release da immer sehr oft in Limsa und schon ein sehr schöner Ort, da kann man auch gut chillen so nebenbei. Da gibt es auch viele RP da. Du hier auf dem Meteoritenplatz. Ja, es hat sich irgendwann so eingebürgert, ne? So vom bei uns im Server, aber ich denke auch bei anderen Servern ist es glaube ich nicht ganz anders. Aber die meiste Zeit sieht man das immer so auf Shiva, dass die Leute da alle sehr sehr oft in Limsa sind. So. Manchmal ist auch was in den Fundamente was los. Ah, Quatsch, nicht Fundamente, Frohalde. Aber am meisten eigentlich immer Limsa, besonders RP dann. Oh, da. Müssen wir hier runter. Irgendwie so ein Irabaum, alterlose Medaille. Okay. Ja, Limsa als Heimat ist ein Muss. Ja, stimmt schon. Ja, die Marktbretter sind ja auch da ganz in der Nähe. Ja, das stimmt allerdings. Ist eigentlich sehr, sehr praktisch dort, ne? Ja, und Limsa hat auch voll die chillige Musik. Kann man ja immer gut abhängen dort. Ja, so hat unsere Heimat uns Malstromer. So. Und echt nice. Schöner Ort auf jeden Fall. Oft hört man immer ganz viele Emotionsgeräusche, wenn Yuki Puki in der Nähe ist. Emotionsspam, ne? Lol, kann gut sein. Ja, bestimmt, ey. Yuki ist ja auch immer sehr mit Emotions beschäftigt.
Aber manchmal ist mir das lieber, anstatt irgendwelche Leute, die richtig lange AFK immer rumstehen. Etwas Lebendiges so, ne? Yay! So. Was? Ach so. Aber es ist ja immer so, ne? Irgendwann kennt man ja sowieso immer generell die Leute, läuft man sich über den Weg oder man hat da schon so zugeschaut, wie da RP machen oder ihre Emotes machen und sowas, ist schon ganz cool. Oder halt auch so RP dann mäßig so reden, hab ich auch schon sehr oft erlebt dort. Immer was los da eigentlich, ne? Also da muss man echt Inventarplatz haben, ne? Weil wenn man zu viele Unbeschädigte hat. Muss man immer demnächst wieder Inventarplatz frei machen. Oh, hier haben wir einen Fünfer. Hey John, grüß dich. Schön, dass du vorbeischaust, alles fit bei dir. Und hast du auch schon hier einen neuen Patch reingeguckt? Oder mit Diadem und sowas? Und selbst ja auch, also läuft alles, ne? wieder was Neues zu tun hier, was man aber noch wieder grinden kann und so, ne?
Und zum Glück kommt morgen Nier Automata, da freue ich mich schon drauf. Juhu! Schöner Square Enix-Titel. Freue mich schon besonders drauf. Ah, keine Zeit. Will noch vor Stormblood volles 260er-Gear haben. Oh, da ist ja noch eine Menge noch zu tun. Muss halt immer schön deine Steine sammeln, ne? Aber das kriegst du bestimmt noch hin vor Stormblood, das ist ja. Ist ja noch Zeit. Hast ja noch ungefähr, kann man sagen, bald, also nächste Woche oder so, hast du ja noch 3 Monate Zeit, das geht locker noch. Wenn du dich da noch gut dranhängst. Den Stuhl habe ich dann demnächst auch noch. Den Stuhl werde ich mir. Muss ich halt. Brauche ich ja nicht mehr so viel. Ich muss noch diese ganzen Agenda-Zeug noch machen. Dann komme ich da auch schon an meinen Stuhl ran. Den will ich unbedingt auch noch gerne haben. Jo, aber am Samstag würde ich zur Abwechslung auch mal raiden. Ah, gut. Ja, klar. Warum nicht? Ah, hier, guck mal. Okay. Hi, Uyulta.